Bei dir ist halt das Mike, ne? Ja, okay, gib mir das Schlechteste, was es gibt. Das hast du freiwillig genommen, Bro. Weil du einen Blechkopf hast. Also kommen wir mit Musik rein oder ohne? Jetzt können wir ruhig mit Jingle rein, weil ich glaube, wir nehmen schon ein bisschen Sachen. Ja? Willst du damit rein? Oh yeah. Yes, meine Damen und Herren. Ey, ich mach dieses Intro. Warte, lass mich. Ey, es ist unglaublich. Meine Damen und Herren, er ist wirklich hier. Er ist wirklich hier. Es ist kein Spaß. Er ist wirklich hier. Meine Damen und Herren, bei Cut the Bullshit Nisa. Bruder, was geht ab? Was geht? Alter, ey, straight vom Asylheim. Boah, Alter. Also ich habe dich lange nicht gesehen, merke ich gerade an deinen Haaren. Ja, ich bin der Cenk von früher. Ja, Mann, eiskalt, voll. Ich sehe aus wie du früher und du siehst aus wie ich auch früher. Wir haben einfach geswitcht. Das ist wie bei, wie heißt dieser Film? Face Off. Nein, Mann. Achso. Genau, das sind doch hier meine Filme. Face Off, John Travolta, Nicolas Cage, John Woo. Kann man nichts falsch machen. Heute boah, es geht direkt los. Hast du schon gemerkt, ne? Das ist on fire. Meine Damen und Herren, darf ich kurz was sagen? Ja. Okay, so, pass auf. Also, ich bin ja schon viel rumgekommen, ne? Ich war schon überall. Bonn, Köln, Düsseldorf. Bayern. Bayern. Und, dass ich hier heute sein darf, ja, ist für mich ein absoluter Tiefpunkt. Nein, das ist Spaß. Dass ich hier sein darf, ist mir eine große Ehre. Vielen lieben Dank. Danke an Cenk, danke an Jam, danke an Hakim, danke an Onichiwa, danke an Chiki Chiki Sugar. Hier sind 5000 Leute hinter der Kamera, aber ihr könnt sie nicht sehen. Und an die zuhören, ihr könnt sie nicht hören. Ey, Bruder, was geht ab, Alter? Wir feiern die ganze Nacht. Oh shit. Die ganze. Was soll abgehen? Ich gucke sehr viele Obdachlosen-Dokumentationen momentan, damit ich weiß, was auf mich zukommt in dieser Corona-Zeit. Hast du mit Bumfight angefangen? Damit, wenn es mich erwischt, ja, ich nicht überrascht bin. Ich weiß so ungefähr, wie der Lifestyle ist. Läuft so schlecht gerade, Alter? Ja, das ist doch alles. Also bei uns läuft sowieso schlecht. Nein, ihr seid ja. Guck mal, verkauft ihr nicht eurem Publikum, dass ihr so Leute vom Volk seid. Ihr seid nicht Leute vom Volk, ja? Ihr lebt. Ich bin hier reingekommen, die waren Hummer am Essen. Bruder, ich habe noch nie in meinem Leben Hummer gesehen. Glaubt ihm kein Wort. Ja. Der einzige Grund, warum er heute alleine hier sitzt, ohne Scheiern, ist, weil wir uns Scheiern nicht leisten können. Wir können es nur einen von denen leisten. Der Millionär, der kommt nicht. Der Millionär. Ey, Bro. Ey, viele Grüße an Scheiern, Bruder. Ey, ja, viele Grüße, lange nicht gesehen, schöne Alter. Grüße, ja. Ey, ich hab dich kennengelernt, Bruder. Ja. Übrigens hast du Cheyenne bei mir auf Comedy Connection in Frankfurt kennengelernt. Ja, genau. Guck mal, das Krasse ist krass. Wer hat das so gesagt, als ob er ihm seine Frau vorgestellt hat? Ja, das ist, ich wüsste, ist auch so. Kuppler. Kuppler. Wie nennt man das bei uns im Arabisch? Hitch. Hitch. Nicht Hitch. Wir haben doch bei uns... Wally. Zuhälter. Ich bin dein Wally, Bruder. Ich bin dein Wally. Nein, also guck mal, ganz ehrlich, das ist ganz krass faszinierend. Hakim ist nicht nur derjenige, auf dessen Show habe ich Cheyenne kennengelernt, sondern Hakim war... Nein, das will ich erzählen. Nein, Bruder, das erzähle ich. Das habe ich schon oft erzählt. Ey, wir haben ich hab Nizar kennengelernt, Bruder, das ist, nein, weißt du, wie krass das eigentlich ist? Guck mal, ich kenne Nizar, da ist Lex nach Berlin gegangen. Okay. Boah! Ja, guck mal, ich pack jetzt einen aus, Bruder, ich pack jetzt einen aus. Ja? Der kennt Nizar, da hat Patrick Swayze noch seinen ersten Film gedreht. Ja. Hör mal zu, da bist du, da habt ihr alle bei PX Records unterschrieben, bei Chanel. Oh du mein Gott! Du auch, hast du auch gehört? Ey, nee, hör mal zu. Du, Nura und Shine. Shine, der immer noch. Schönen Grüße an Shine. Ja, Mann, schöne Grüße an Shine. Ja, Mann. Und der. Ey, das sind die Zeiten, Alter. Und Bro. Da hab ich auch Buddy kennengelernt. Handela, bist du hier, Bruder? Weil der Rest von PX Records weiß keiner, wo die sind, Bruder. Einer hat irgendwelche Psychosen. Wahrscheinlich in Syrien, wie. Guck mal. Ja, ist ja Deso. Ist ja PX Records. Einer ist in Syrien, der andere ist in den USA. Und der ist ja komplett am Ende. Dreht auch voll durch. Deso war ja auch da, Bruder, bei PX Records. Was mit unserem? Und ey, dann habe ich dich später kennengelernt, da hat der Schein, als ich Comedy Connection gemacht habe. Guck mal, du Ratte, Alter. Der sagt zu mir, Bro, ich hab so einen Kumpel. Ja, ich weiß. Der erzählt Witze im Internet, weißt du? Und meinst du, er kann auftreten bei dir? Der Schein sagt das? Der Schein erzählt mir das. Ich so, ey, ist der schon mal aufgetreten? Jetzt kommt. Der Schein sagt zu mir, ja. Der ist überall schon. Ja. Da kommt der zur Show. Und Schein sagt vorher zu mir, ey Bruder, wenn die dich fragen, sag, du hast schon 50 Auftritte. Sag ich, aber das stimmt nicht, das wäre doch mein erster hier. Dann sagt er, ja, du musst das sagen. Bruder. Das war einfach nur so, weil ich bin Schein gesagt, ich so, ey Schein, Bruder, ich kann keinen auftreten lassen, der noch nie aufgetreten ist. Der so, nein, der ist schon mal aufgetreten. Nisa, du kennst den doch. Guck mal, wie wenig Ahnung ich von Stand-Up habe und was für wie wenig Respekt, dass ich auf so eine renommierte Bühne gehe. Costa war da, David Kebekus und Beneisa und ich habe meinen ersten Auftritt und ich denke noch so voll arrogant.
Easy. Und ey, der kommt Backstage. Mach ich zu, Junge. War das, wo du mit Ice Ice Baby auf die Bühne gehst? Ja, warte, ich will es erzählen. Ich will es gerade erzählen. Ich sag's dir im Backstage. Sag ich, ey, Bruder, guck mal, wenn du hoch auf die Bühne gehst, ne? Lass Ice Ice Baby spielen, Bruder. Dann kommst du rein, dann kommst du so gedanced rein und sowas. Ich schreibe den gerade zum ersten Mal, Bruder. Der geht damit. Darf ich komplett erzählen? Ja, klar, Bruder. Ich habe das schon selber erzählt. Ich habe es mit Bunny auch erzählt. Der geht hoch auf die Bühne, Bruder. Boah. Es lacht einfach kein Mensch. Ich bin gestorben. Ich schwöre, ich bin gestorben. Weißt du, was für eine Erwartung? Da kommt einer rein, gedanced, bla, bla. Weißt du, wer sich tot gelacht hat, Bruder? Weißt du, wer richtig gelacht hat? Ja, Banaisa. Ja, darüber haben wir auch geredet jetzt im Podcast. Weil der gebombt Backstage ist. Ja. Nein, weil der dachte, der wäre ein Superstar, Alter. Weil ich gebombt bin. Ja. Und dann hat er später. Aber das ist ja bei den Traditionen, die lachen sich ja schlapp, wenn der andere. Weil der hochgegangen ist wie ein Superstar. Ja, und ich hatte ja richtig Depris dann hinten, ne, weil das hat mich so voll mitgenommen. Ne? Und er guckt mich die ganze Zeit an, der Bunny, ne, und macht so: Guck mal, was für ein Typ, Alter. Der guckt mich dann so: Bruder, bitte verzeih mir, aber ja, ich muss lachen. Und ich so: Ey, Mann, ich schwöre, ich bin voll am Ende, Mann. Echt? Und der so: Guck mal, verzeih mir, aber es ist für mich nichts Lustigeres, als wenn jemand bombt. Dann sagt er: Ey, wie kannst du überhaupt deinen ersten Auftritt hier machen? Und so, ne? Und dann hab ich gesagt: Ey. Und dann hat er mir das alles erklärt und dann habe ich das Pferd von hinten aufgezogen, wie man ja, so schön Mann. Sagt. Ne? Du bist der Grund, warum ich auf meiner Bühne keinen mehr auftreten lasse, der Newcomers. Ja, ey, ich bin komplett untergegangen. Und dann aber... Aber du bist danach mit auf Tour gegangen. Ja, dann bin ich ein halbes Jahr später wiedergekommen und dann war... On fire. Ich dann, war dabei. Ja. Das Krasse ist, Alter... Dann war 11. September. Wir haben dich alle zu unterschiedlichen Zeiten kennengelernt, aber wir kennen ihn alle. Ja. Ich möchte noch andeuten, dass ich keinen Cent Prozent kriege, ne, von dem, was gerade bei ihm läuft. Ich habe dich in Berlin kennengelernt. Ich habe gehört, der ist Millionär, Bruder. Hakim ist doch schon Millionär. Ich habe gehört, der macht Mios gerade. Comedy Connection, jeder ist da aufgetreten. Fehlt nur noch, dass mein Vater auftritt. Jeder war da. Ist der schon mal aufgetreten? Bruder. Ist der schon mal aufgetreten? Oh Mann, Alter. Oh Mann. Aber kannst du dich daran erinnern? Na klar, Mann. Ich kann mich schon das erste Mal erinnern, aber er sagt, ich kann mich nicht dran erinnern. Guck mal, pass auf. Nee, okay, erzähl. Das Jahr ist 2004. Und wir haben, mein Bruder und ich, haben früher ja Mucke zusammen gemacht. Es ist schon mal das Jahr 2008. Ja. Ja, Mann, eiskalt. Nein, das war nicht 2000. Nein, niemals. Das war, bevor ich nach Köln gegangen bin. Niemals war das 2008. Wovon reden wir? Von Berlin? Ja, Berlin. 2008. Da war ich auch schon, Bruder. 2008 war ich auch schon in Köln, Bruder, bei German Dream. Nein, da hab ich schon niemals mit euch Schmuck gemacht. Ich war aber auch schon dabei, Bruder. Ich hab die Banditen schon gekannt. Nein, Bruder, das war 2004, bevor ich nämlich... Bruder, du bist doch eine Stunde zu spät gekommen, als ob du dich mit Zeiten auskennst. Egal, es war auf jeden Fall zu der Zeit... Bruder, 2004 kann nicht sein. Bruder, das war zu der... Warum willst du das wissen? Weil, ich weiß. Safe. Ich weiß warum, weil ich habe die Banditen erst 2007 kennengelernt und ich kannte die schon, als sie nach Berlin gegangen sind. Was machen die Banditen dann eigentlich? Warte, dann war's. Egal. 2006. Hat Bunny mir erzählt, die sind auf dem, ja, ich weiß. Auf jeden Fall, Bruder, wir haben da bei irgendeinem Wettbewerb mitgemacht, bei Kiss Hast FM. Uns gefickt Kiss FM, ja. Bei Kiss FM und da haben wir gewonnen und da durften wir die Vorgruppe von Sean Paul sein. Ja. Mit so zwei Jungs, die haben gesungen, Cenk und ich. So. Und dann. Und warum wart ihr eigentlich da? Wir auch Vorgruppe. Oder der hat nicht nur Comedy, der hat Musik, der hat jede Branche auseinandergenommen. Bruder. Alles. Striptease-Branche. Auf jeden Fall, Bruder. Und bei solchen Veranstaltungen ist das wie bei The Dome und so, dass nur so, jeder ist irgendeine Scheiße, alle sind sich zu cool. Und der war der Einzige, der so auf witzig auf unseren Kanaken, weißt du, der war sympathisch. Und dann stehen wir oben auf dieser Tribüne, wo wir so auf der, wir haben unseren Auftritt gemacht, blablabla, Sean Paul tritt auf. Und dann stehen wir da oben und mit einem Auftritt macht der Nieser auf einmal so, ey Bruder, James Brown oder Michael Jackson? Das ist deine Frage, Alter. Ich hab mich gar nicht entwickelt. Ich bin einfach stehen geblieben. Und ich war's? Und der so, okay, der war zu schwer. Nutella oder Marmelade? Und die ganze Zeit so, und Bruder, ich hab das halbe Konzert verpasst, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Dann haben wir uns die ganze Zeit ausgetauscht. Wir haben uns über alles unterhalten. Dann hat er irgendwann so gemacht, Kondom oder ohne? Das glaube ich nicht. Und dann pass auf, Bruder. Aber war das eine Frage oder ein Angebot? Das war beides. Auf jeden Fall, Jahre später, ne, trifft er mich wieder, aber es bin nicht ich, es ist ein anderer Jam. Und er labert ihn so voll, ey, Bro, weißt Nein, du, dies und du. Das und das? Nein, das war ich nicht, Bruder. Das ist dieser Jam gewesen in Köln im Subway, der diese Hip-Hop-Partys gemacht hat. Nein, den habe ich ja nicht gesehen, den habe ich nur so gesehen, den habe ich nie voll gelabert. Aber ich dachte, das wäre er. Den habe ich nur so gesehen beim Auflegen. Aber der größte Banause, doch, dich habe ich getroffen irgendwo mit Farid mal oder so. Und da, du hast dich erinnert, aber du hast normal mit mir geredet. Wir haben richtig gechillt und dann habe ich zu dir gesagt, ey, Jam, wir kennen uns. Wir sind vor Sean Paul damals. Und dann hast du es ja gecheckt. Ich sag ja nicht, dass du gesagt hast, nein. Du hast gesagt, oh, stimmt, aber die war das da nicht bewusst. Der Schlimmste ist aber... Ja, mir war das bewusst, aber ich war einfach so, Bruder, ich war cool, bei Bruder, cool. Hast du gerade gehört, Alter. Hast du gerade gehört, was er gesagt mit hat? Der Schlimmste ist der, mit dem ich so monatelang unterwegs bin. Wir essen gemeinsam, wir strippen gemeinsam. Was? Wir, alles. Wir gehen Shows gemeinsam durch. Und dann sagt er einfach so in einem Nebensatz... Ey, ich bin der in Berlin, dass er der war, der da war. Ne? Und ich bin immer noch durcheinander, wenn ich darüber nachdenke. Und dann habe ich das, aber du sahst halt anders aus. Und dann habe ich noch so
Songs zitiert, so sein One-Mic-Freestyle und so. Way. Guck mal, richtiger Fan. Ich bin Jam-Fan, ich bin von ihm Fan, ich bin von Hakim-Fan. Wie war die Line von mir? Party Jam, Dynamic, Beweismaterial. Ich beseitige gerade diese peinlichen Stars. Oh. Asphalt Massaker 1. Ja, genau. Auf Asphalt Massaker 1 war das. Hättest du dich, Bruder, hättest du dich an mich gegangen, wärst du jetzt auch auf Asphalt Massaker 1. Genau, dann wäre ich so wie dieser eine, wie heißt der, Mo Music? Bruder, der nimmt meinen Podcast heute auseinander, Bruder. Jetzt nimmt der Banditen, jetzt nimmt der More Music. Diese Hassmails gleich, ne? Die werden noch hart kommen auf jeden Fall. Bruder, hör auf, die Hälfte kennen wir noch. Also. Aber kannst du dich noch an deinen Song erinnern, mit dem du da aufgetreten bist? Nein. Eiskalt? Ich schwöre nein. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber warte mal. Ich hab Demenz. Wie war das denn, Bruder? Hast du damals so aus Spaßmucke gemacht oder hast du das schon so ernsthaft durchgezogen? Weil danach hast du ja irgendwie nicht mehr viel gemacht. Nee, ich hab das schon ernsthaft durchgezogen. Also ich hatte schon Ambitionen. Aber du hast so eine harte musikalische Ader, Bruder. Du bist ein wandelndes Lexikon. Egal, was ich dich gefragt habe, du kennst das einfach mit Namen. Ja Interpret. Ja, aber es ist... Das erlebt ihr auch schon. Kann man damit Frauen klar machen, Bruder? Bringt das irgendwas im Leben? Ich wollte gerade sagen... Man behauptet auch, dass Nisa hinter Klo 1444 steckt, Bruder. Aber schöne Grüße an Klo, übrigens auch cooler Typ. Siehst du? Cooler Account auch. Kann man mit diesem Wissen Frauen klar machen? Nein, hast dieses Wissen bringt gar nichts. Ich hätte lieber studieren sollen und Gehirnchirurg werden. Das hätte mir mehr gebracht. So, mein Vater hat das damals schon immer gesagt. Wenn ich irgendwo was gesehen, ich gucke so einen Actionfilm und dann kann ich dir sagen, wer der Choreograf ist. Von der Action sage ich, ey, weißt du, dass das der und der choreografiert hat, der in Prison on Fire die eine Kampfste. Hör mein Vater immer, hättest du lieber so in der Schule aufgepasst. Okay, lass uns das mal testen, oder? Ich gebe dir jetzt ein Filmzitat, ja? Ja. Boah, jetzt kommst du aber so mit ganz... So Nein. Haltet euch an mich und ihr werdet nie hungern. Dieser Penner RJ, schon wieder so ein Kung-Fu-Free. Nein, ja, Karate-Tiger, Bruder, das hat man doch eine... Karate. Hörst du das, Fatzke? Sie weiß, wer der Beste ist. Ja. Der Sohn, nicht wahr? Ja, aber diesmal wird der Schieß umgedreht, du Maulhemd. Boah, Van Damme war so sexy da, wo der sein Unterhemd aussieht. Der war einfach so ein Motherfucker. Ey, Bruder, hast du das auch, dass du manchmal heute Filme guckst, ne, wo du gedacht hast, boah, das war der Überfilm. Und dann heute guckst du den und denkst dir, was war das für ein Scheißfilm? Ich weiß, du wirst diese Antwort nicht mögen, weil ich habe diese Gespräche mit vielen Leuten aus unserer Generation. Aber ich bin tatsächlich so klatschen geblieben, dass ich immer noch Bloodsport gucke und sage, das ist der beste Film aller Zeiten. Aber ich scheiß auf Training Day. Man muss dazu sagen, dass Nisa auch der Meinung ist. Training Day ist krass, Bruder. Bruder, aber ich finde Bloodsport besser als Training Day. Man muss dazu sagen, dass Nisa auch glaubt, dass Jean-Claude Van Damme der bessere Schauspieler als Robert De Niro ist. Warte, guck mal, ich hab schon. Nein, das kannst du nicht vergleichen. Entweder ist Jean-Claude Van Damme oder Steven Seagal oder Chuck Norris. Warte mal. Nee, er sagt besser als Robert De Niro. Nee, guck mal, ich sag dir. Warte, lass mich aber kurz ausreden. Ich kann das doch argumentieren. Warte. Es gibt keine Argumente. Okay, ich kann das argumentieren. Kannst du nicht. Warum ich sage. Doch, guck mal, hör mir jetzt zu. Warum ich sage, Jean-Claude Van Damme ist besser als Robert De Niro. Hört mir jetzt zu. Ich sage es, weil, wenn wir jetzt danach gehen, wer kann so einen Tennisball spielen oder einen Kühlschrank, dann kann das Robert De Niro. Ja? Das kann Van Damme nicht. Aber ich gehe danach, wer hat die unterhaltsameren Filme gedreht? Guck mal, Van Damme, jetzt mal ehrlich, ob Kickboxer, Bloodsport, Cyborg, mit stillender Faust, geballte Ladung, harte Ziele, Universal Soldier, Time Cop, Sudden Death, The Quest, egal was. Oha, egal, Bruder. Wo du einschaltest und wie oft du diesen Film geguckt hast, du guckst. Robert De Niro, ich hab Goodfellas dreimal gesehen, reicht. Brauch ich nicht mehr wieder. Nein, Bruder, guck mal. So, aber das ist Genre, Alter. Ja, warte, so, aber guck mal, aber das bestätigen mir auch andere. Wenn du vor 3 Wochen Casino geguckt hast, und du kommst zu Hause, du isst gerade so eine Tüte Chips. Du kommst nach Hause, du isst eine Tüte Chips und du schaltest ein. Und dann läuft nochmal Casino, dann wirst du den nicht nochmal gucken. Doch. Na, guck mal, Bruder. Aber Bloodsport, du guckst einfach. Du hast meinen Rekord zerbrochen. Deswegen werde ich dich zerbrechen. Genauso wie ich der Freund gesagt. Aber Bruder, jetzt müssen wir fair sein. Ja. Guck mal, jeder hat natürlich sein Lieblingssparte in Filmen. Ja, genau. Aber du kannst dir einer Sache nichts absprechen. Zum Beispiel, tue ich ja nicht. Wenn du zum Beispiel einen Quentin Tarantino-Film guckst. Ja, ne? Killer. From Dusk Till Dawn, sagen wir, ist nicht dein Film. Aber du weißt, ey, Alter, so, der ist der Typ so, weißt du? Robert De Niro, Bruder, das ist so wie Mutter beleidigen. Guck mal, weißt du, From Dusk Till Dawn erstmal ist kein Quentin Tarantino-Film, sondern von Robert Rodriguez. Quentin Tarantino spielt da nur mit. Aber es ist ein geiler Film. Die haben das zusammen gemacht. Ist ja auch egal, oder? Ist ein geiler Film. So, aber nein, guck mal, worauf ich hinaus will. Ihr nehmt jetzt einfach die Aussage, natürlich ist Robert De Niro ein killer Typ und hat mehrere Filmklassiker gemacht. Ich bewerte es nur, wen gucke ich mir lieber an, was macht mir Spaß? Aber du guckst lieber... Wer ist der bessere Entertainer? Genau, guck mal, weil das ist ja so. Jean-Claude Van Damme, wie er in Bangkok tanzt, ja, genau. Als Robert De Niro, wie er gerade...
Okay, alles klar, Bruder. Ich lasse diesen Satz jetzt hier so stehen. Guck mal, warte. Guck mal, ich geb's euch. Ich übergebe euch. Nein, ihr müsst es einfach unter dieses Video schreiben. Guck mal, Robert De Niro hat Filme gemacht, die ich liebe. Ich liebe Goodfellas. Ich liebe Kap der Angst. Komischerweise redet keiner über den Film. Ja, den finde ich super krass. Allein diese Melodie am Anfang. Da macht er diese Klimmzüge und sieht aus wie so ein Motherfucker. In der Straße in der Bronx liebe ich. Unglaublicher Film. Ich finde die geil, aber ich kann die nicht 1 Million Mal gucken. Aber Bloodsport kann ich 1 Million Mal gucken. Weißt du, was ist 1 Million Mal gucken? Phantomkommando Schwarzenegger kann ich 1 Million Mal gucken. Nein, City Cobra Stallone kann ich. Ey, Phantomkommando ist der Prototyp 80s Actionfilm. Astag Furala. Guck mal, Hard Rock Ballade, Schwarzenegger so aufgepumpt, coole Ey, du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht lustig ist, wo der Flieger ist. Und dann bricht er diesem Typ das Genick so, klack. Und dann kommt die Stuart, dass er sagt: Ani, können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie meinem Freund während dem Flug nicht wirken? Er ist todmüde. So, das ist einfach stylisch. Dann, guck mal, er knallt alle ab, raucht eine Zigarre, immer ein cooler Spruch. Dann läuft er mit Raketenwerfer rum, schießt, er bewegt sich einfach nicht. Wie fällt's einfach? Das ist einfach stylisch, so. Aber das ist meine Art Film. So, das ist so wie City Hunter, Jackie Chan. Kannst City so, Hunter. Ja, Plan B. Ja, boah. Das ist schon brutal, genau. Alter. Kannst du eine Minute mal gucken. Natürlich ist Robert De Niro ein besserer Schauspieler als Jackie Chan. Winners, boah, Bruder. Ja, aber Jackie Chan kannst du so 1 Million Mal gucken, ja, egal wo auch. Du einschaltest, ja. Egal wie. Danke, dass du da jetzt nicht so einen miesen Spruch gebracht hast, weil sonst, Bruder, hätten wir. Also, ich hätte dir entfolgt. Nein, guck mal. Folge, Schäbo. Das ist die andere genau, Frage. Das ist ja heute, da wird Freundschaft gemessen. Ich habe einen eigenen Bruder und dem folge ich nicht. Das ist das jetzt nicht mein Bruder. Wallah, aber, Bruder? Ja, aber pass auf, was ich sagen wollte ist. Oh, jetzt kommen hier Details, die man über Nisan nie wusste. Ja, genau. So, ich bin ja ein verschlossener Typ. Was ich sagen wollte ist, aber du beantworte mir jetzt, ganz ehrlich. Ja. Fair, nicht jetzt um der Masse zu entsprechen. Immer, guckst du nicht lieber so Police Story, wenn du so einfach Spaß haben willst, anstatt Casino? Sei ehrlich jetzt. Anstatt ich bin was? Ganz ehrlich, Casino Bruder. Statt was? Police Story statt Casino. Weil es mehr Spaß macht. Du lachst, so Jackie Chan hampelt das. Das ist ein Genre, Bruder. Bruder, ich, guck mal, ich sag dir, ne, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich komme aus einer Ecke, da wollten wir ja alle dieses Gangster-Ding. Also wir haben das gefeiert. Ja, ich weiß. So, und das gab wahrscheinlich eine Dynamik und dann irgendwann setzt du dich auch darauf fest. Goodfellas, Scarface, Pate, also die ganzen Filme, ne, haben wir viel cooler gefunden. Blood In, Blood Out, Menace und so. Blatt in Blatt. Guck mal, Alter, das ist hier gerade so voll die Michael Jackson-Prince-Diskussion. Ja, genau, Anfang der 90er, als diese Hood... Das, was du sagst, Bruder, ist eine ganz andere Ecke, ja, weißt du? Ja, guck mal, Anfang der 90er, als diese Hood-Filme so bekannt geworden sind, da war ich zum Beispiel der Einzige in meinem Freundeskreis, der am besten Friday fand. Weil der lustig fanden war. Fanden wir auch. Ich fand aber alle am Kanaken haben alle gesagt, Menace oder was weiß ich. Menace, Blatt in Blatt Out, Entschuldigung. Und hast du den nicht geguckt? Nee, oft? Doch auch. Mehrmals. Ich finde den auch gut. Aber ich finde Friday, für mich der beste Hood-Film, wenn ich ganz ehrlich bin, ist Juice. Ja, Killer. Alter. Weil Pac da so übertrieben spielt. Das sind so geile Szenen. Wo findest du, der spielt Juice? Boah, das ist einer seiner besten Rollen. Ey, wo Pac dieser Spin zugeht und dann steht da er Pac. Er spielt gut. Boah, aber, weißt du was? Bro, das Juice, ist jetzt nicht so. Ich scheiß drauf. Oh, ja, genau. Ich scheiß auf Raheem. Ich scheiße dich. Und scheiße diesen Fan. Ja, Mann! Ich hab dir vergessen zu zeigen. Ich hab dir eben Beat gezeigt. Crazy. Ne? Da habe ich den Anfang davon genommen. Genau, ja? Das. I don't give a fuck. I don't give a fuck about you. I don't give a fuck about me. Yeah. Was sagt er da? Because I'm the one you should be worried about, ja, partner. Genau. Ja, genau. Und wie stylisch der Pack das spielt. Das war gut. Aber diese Hood-Filme, also selbst in der Zeit, weiß ich, guck mal, man kommt in gewisse Jahre, man will das sein, man identifiziert sich ja auch mit denen. Weil zum Beispiel ein Rambo hast du geguckt, du wusstest, Alter, ich werde nie so aussehen. Was ist das? So, ein blaues Licht. Was macht das? Ich bin heute geguckt, eiskalt. Aber selbst in der Zeit, weiß ich, habe ich lieber Leon geguckt als Blood in, Blood Out. Weil das einfach in mein Herz ging, wenn er sagt, du hast gegen mich gewettet, nicht wahr? Das ganze Bündel auf Attila. Falsch gewettet, dann steht Van Damme auf und schlägt ihn einfach zusammen, das ist einfach stylisch. Ja, aber Bruder, bei Leon der Profi, ne? Boah, super Film. Das war zum Beispiel sehr fragwürdig, Bruder, mit dieser kleinen Lolita und so. Das ist ein Pädophilenfilm. Ich habe mit Olli Banjo geredet, schöne Grüße an Olli Banjo, weil Ollis Lieblingsfilm ist Leon der Profi. Und dann sage ich zu ihm letztens, Bruder, wenn wir jetzt ehrlich sind, ne? Das ist schon ein Pädophilenfilm. Und er denkt so nach, ne? Weil Olli ist ja so voll in diesen Verschwörungen drin, jeder ist ein Pädophiler und hat. Also glaubt er das auch? Ja, macht Sex mit einer Ziege klar, und was. Ja, der ist so im Tunnel unterwegs. Ja, genau, der ist so voll. Hillary Clintons Haus und so. Pizzagate, der ist so voll drin. Dann sag ich, guck mal, du kritisierst diese Leute, aber du feierst Leon der Profi. Das ist, aber ich wollte eigentlich so lustig sein. Ich hab das nicht ernst gemacht. Ich wollte einfach lustig sein. Ich so, Leon der Profi ist ein astreiner Pädophilenfilm. Und dann denkt er so nach und sagt zu mir,
Ey, du Penner, mach mir nicht mein Lieblingsfilm kaputt, weil er das so erkennt. Ich finde krass, dass er danach überhaupt noch harte Rollen bekommen hat. Er hat Überrollen bekommen. Ja, ja. Aber, ist Belgier, aber wisst ihr, wie das ist? Guck mal, wir alle sind ja mit Michael Jackson aufgewachsen, ja? Alle. So, und ich weiß, dass wir auch alle glauben, dass er unschuldig ist. Aber guck mal, damals hat er nicht darüber geredet, hat man nicht darüber geredet. Er hat das einfach gerade beschlossen. Nein, ich will nicht weiter darüber reden. Hey, Bruder, guck mal, jetzt kommen wir an einen Punkt, der wird sehr gefährlich. Guck mal, aber wie bei Leo der Profi, ist das jetzt so, dass ich denke, ich bin immer noch überzeugt, dass Michael Jackson unschuldig ist. Aber jetzt. Damals habe ich mir gar nicht darüber, denke ich, aber wie kann ein 50-jähriger Mann mit so kleinen Jungs, mit denen er nichts zu tun hat, so im Bett liegen? Aber meinst du nicht, dass man so einfach... Und ich frage mich, warum die Leute damals gar nicht darüber geredet haben. Das war so normal, dass er das macht. Das ist schon so suspekt. Hast du R. Kelly Doku gesehen? Ja, findest du R. Kelly schuldig? Ich habe eine Frage. Schämst du dich nicht, weiter R. Kelly zu hören? Nee. Wirklich nicht? Ich sag's ehrlich, jetzt nicht, weil ich bin ja bekannt, da würde ich ein bisschen provozieren. Sagst du, man muss das trennen? Ja, man muss das trennen. Also das heißt, du aber hörst Bro, aber der Inhalt von R. Kelly ist... Ja, von Michael Jackson, wenn Michael Jackson schuldig ist, dann würde ich dir den vielleicht geben, dass man seine Musik weiter hört. Aber R. Kelly... Privat und der Inhalt seiner Musik. Aber Michael Jackson hat einen Number, Bruder. Ja, aber Michael Jackson hat PYT gemacht. Pretty Young Thing. Kann man ja auch so sagen. Also, das heißt, Xavier geht auch für dich klar? Hören? Also, kannst du jetzt Xavier, die Person von dem, was er in letzter Zeit gemacht hat, von der Mucke trennen? Also, guck mal, ich weiß, dass viele das nicht können und dass es ein fragwürdiges Verhalten ist. Ich weiß, aber ich kann das irgendwie trennen. Ich sag aber euch warum, weil ich eh nicht diese Künstlerverehrung habe. Bedeutet, ich will die nicht heiraten. So, und die heiraten auch nicht meine Schwester oder so. Das heißt, ich muss nicht cool mit dem sein. Guck mal, ich feiere zum Beispiel übertrieben, vor allem in diesem neuen Jahrtausend, wenn man die Filme nimmt, Tom Cruise. Der macht super unterhaltsame Filme. Der Typ ist ein absoluter Spinner. So 100%. James Brown hat seine Frauen geschlagen. War asozial, arrogant, richtig ekelhafter Typ. Also, Bill Cosby. Guck mal, Bill Cosby, der ist ja der Schlimmste von allen. He rapes, but he saves. So, ja, aber was ich sagen will ist, ich denke... Ihr könnt mich jetzt natürlich korrigieren, dass alle, guck mal, in dieser Welt, die haben alle Dreck am Stecken. Und wenn dann alles rauskommt, dann müssen wir alle boykottieren. So, ich sag nicht, boykottier den nicht. Ich respektiere das so. Zum Beispiel, ich habe mit meiner Schwester geredet, die meinte auch, weil meine Schwester Kinder hat. Und meine Nichte ist 10, 9, die so, ich kann den nicht mehr hören, das ekelt mich an. Die hat mich sogar dumm angemacht, dass ich den höre. Dann hab ich gesagt, ich weiß nicht, Mann, Vibe ist zu fresh. Ich kann nicht aufhören, so. Was, Bruder? So. Was soll ich sagen, Bruder? So. Wir müssen das ja auch abwägen, ne? Wenn jetzt irgendwann rauskommt, dass Protect Your Neck von Adolf Hitler produziert wurde, dann ist vielleicht so der Punkt, wo ich sage, okay. Hast du den Afrikaner gesagt, der Adolf Hitler jetzt? Ja, ich hab schon gepostet. Das ist krass. So, kannst du das dann nicht mehr hören? Ich kann das nicht mehr hören, nein, Bruder. Könnt ihr nicht? Nein, Bruder, nein. Aber was geht so vor, wenn ihr das hört? Was ist dann? Ich sehe, wie der... Sie Alte in der Mine. Was hat er gemacht? Da hat die umgehangen auf dem Kopf oder sowas, R. Kelly, Alter? Der hat die irgendwie da aufgehangen und ich hab den Song recorded. Ich mach das anders. Ja. Ich höre den nur bis zu diesem Zeitpunkt, bis der Skandal gekommen ist. Alles, was davor ist, wusste ich schon nicht. Aber du warst schon immer krank. Ja, aber das wusste ich ja damals nicht, Bruder. Das gab's ja nicht in der Öffentlichkeit. Trennst du das? Aber alles, was Alaya kam, geheiratet. Trennst du das? Nee, war die da. Kannst du das nicht trennen? Achso, ob ich das trennen kann. Nee, doch. Also du hörst und sagst, okay, der ist Abschaum, aber was soll ich machen? Ich sehe das so ähnlich wie du. Wenn ich die Musik feiere, dann habe ich die damals gefeiert. Warum soll ich die jetzt nicht feiern? Nur weil das... Ja, weil du Informationen hast, Bruder, die vorher ein Schatz ist. Nein, ja, aber wusste immer, dass der ein Freak ist. Genau, aber... Oder das wusstest du doch immer. Es ist einfach Freak die Privatperson. Der hat doch nur über Sex gesungen und... Ist ja nicht Politik, was sie machen. Also es geht ja nicht darum, dass der für irgendwelche Inhalte stehen würde. Sondern für den Geld damit, Bruder. Wenn du seine Musik hörst. Wer ist dein Lieblingsrapper? Ernst jetzt. So, all time, Dings, the Pack. Okay, sehr gut. Chefos kommt jetzt raus, weil der stand ja für etwas. Wirklich, der ist ja ein Symbol. Chefos kommt jetzt raus, dass der voll fake war. Ist so wie dieser, wie Ben Kingsley bei Iron Man 3, wo der gar nicht dieser Mandarin war, sondern einfach so ein britischer. Könntest du ihn dann nicht mehr hören? Bruder, das ist so eine Frage wie, du findest nach 10 Jahren raus, dass deine Olle dich 10 Jahre betrogen hat und dann sagst du, ja, ich bleib mit der zusammen, aber der Sex war doch cool, gut. Guck, was der auspackt. Ich kann immer noch mit der ficken, ich bleib mit der zusammen. Ja, aber das ist doch so, Bruder. Nein, das verletzt dich im Herz aber. Ja, wenn aber deine, Bruder, wenn deine aber wenn Frau, ein Pack, mit der du 10 Jahre mit der zusammen warst, das verletzt dich im Herz. Ein Pack, alles, was er, wofür er stand, Bruder, das hat ja auch in dir was ausgelöst. Vielleicht ja, aber da, teilweise guck mal, auch da geht's Mensch, um deswegen, Inhalte. Da geht's komplett um Inhalte. Also so weil ich Pack, politisch Bruder, wenn ich Werte, höre, ne? Da geht's dann schon tiefer. Dann höre ich ja weiterhin seine Vorwürfe, Bruder. Ja. Bruder, Arkelin hat doch eh nur über Sex gesungen, Bruder. Okay, aber jetzt moralisch gefragt. Findet ihr, man darf das dann nicht unterstützen? Weil wir können Geld verdienen, Bruder. Wir können ja Fehler eingestehen. Findet ihr, okay, ich höre den weiter, aber eigentlich ist das falsch? Oder sagst du, nö, soll jeder machen, wie er will?
Aber bedenke, dass er Geld verdient. Weiterhin. Er kriegt Gagen davon weiterhin. Ja, das stimmt. Wenn du ihn streamst. Aber ich will ja auch, dass er seine Verteidigung bezahlen kann. Damit er vielleicht, da steckt noch ein geiles Album drin. Hast so. Du gesehen, wie der ausrastet? Boah, der ja, der ist vorbei. Also der kriegt Minimum zwei, Bruder, der ist, also diese also erstmal gibt es jetzt 400, es gibt mehr Frauen, die ihn anklagen, als Einwohner in Tunesien. Und dann ist er noch ein Schwarzer. Das heißt, da, die sind ja, die, das amerikanische Justizsystem ist ja sehr bekannt für die Kulanz, die unseren schwarzen Mitbürgern mitbringen. Deswegen, der ist Minimum 20 Jahre weg. Ja, der wird sich umbringen. Ah, habt ihr gehört, einer von den Latin Kings, also von dieser Knast, hat den ja auch angestochen. Labe. Echt? Krass, ja, echt? Nee, ernsthaft jetzt. Labe. Könnt ihr googeln, das ist jetzt nicht einfach nur so eine, der wurde angestochen mit einem Stift. Labe. Ja, vielleicht sollte man den mal fragen, er kannst eigentlich seine Musik von seiner Person trennen? Ja, ihr wisst doch, ist das schlimm für dich? Ihr wisst doch diese Knastregeln, Pedo ist komplett durch. Ja, normal so. Kapseln die auch ab. Okay, ich habe aber eine andere Frage und die meine ich jetzt auch ernst. Nicht, dass ich sein Verhalten gut heiße, ne, bevor hier irgendwas kommt. Ist das, guck mal, es ist hochgradig illegal und es ist schlecht und es ist zu verachten, was er macht. 100%. Reden wir von R. Kelly. Okay. Ich persönlich, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, hab nur ein Problem mit dem Begriff Pädophilie. Ich sag euch auch warum. Weil in meinem Kopf, wenn ich höre Pädophil, dann denke ich, jemand hat sich an einer Vierjährigen vergriffen. Die sind ja noch Teenagerfrauen. Es ist trotzdem falsch. Findet ihr, der Begriff ist richtig benutzt, dass man ihn, weil er hat jetzt diesen pädophilen Stempel. Ist der Begriff richtig benutzt oder sagst du, ja, okay, da kann ich das verstehen? Von R. Kelly meinst du jetzt? Ja, R. Kelly jetzt. Also guck mal, Bruder, ich würde es jetzt so sagen. Bei Kleinkindern 100%. Ja, aber das hat er ja nicht... Zum Beispiel bei einer Aliyah oder bei einer älteren Frau, da kannst du sagen, okay, sie hat sich das ausgesucht, aber die ist ja auch noch jung und unerfahren. Ja. Und weiß man kann sie manipulieren. Man kann sie manipulieren, genau. Und hast du mal die Netflix-Doku über ihn gesehen? Ja, was er mit seinen Frauen gemacht hat? Der hat ja die eine richtig eingesperrt und genau, so. Fritzelmäßig genau, so im Keller gehalten. Ja, genau. Und da frage ich mich, Bruder, ist diese Frage überhaupt noch berechtigt? Nee, aber er hat... Aber, ich weiß, weil was er du so meinst. Genau, weil er so schlecht ist, dass du sagst, es ist doch egal, wie wir ihn titulieren. Das hat nichts mehr mit Sex zu tun. Der Typ hat eine ganz kranke Psyche. Da geht es ja um Psychologie. Ja, genau, genau. Ich weiß, was du meinst. Aber ist das nicht pädophil zu nennen? Ja, genau. Weiß ich, was du meinst. Du hast recht. Weiß, was Michael Jackson wäre pädophil. Genau. Ja, genau, genau. Das stimmt. Aber der ist ein ekelhafter, perverser Bastard. Ja, ja genau. Das ist weil das ist doch letztendlich ist das doch Verführung Minderjähriger, oder? Ja, genau. Verführung Minderjähriger. Genau. Aber ist das Pädophilie? Nee, eigentlich nicht. Also, warte mal. Vom Alter her würde ich jetzt sagen, von der Definition. Aber wie ist die Definition von Perverser Pädophilie? Vielleicht? Ja. Der Minderjährigen verführt, aber. Wie ist denn die Definition von Pädophilie? Ich glaube, es muss. Müssen wir mal googeln, aber also in meiner Definition genau, ist Pädophilie Kind. Jemand, der eine Minderjährige oder einen Minderjährigen verführt oder sexuell missbraucht. Ist, wenn sie Bruder, also nee, das hat das was Spiel mit dem fortführen. Bewusstsein zu tun. Also wenn die, wenn das, ich wollte schon Person sagen. Also Bruder, sagen wir mal so, du hast eine Tochter, ja. Die ist 16 und der Typ ist 41. Ja, Katastrophe. Ist das Pädophilie? Es ist, Verführung ich ende wahrscheinlich als Mörder, nee. Aber das ist... Also du als 40-Jähriger. Als 60-Jähriger. Als alter Mann, ja. Nee, aber wenn du vom Alter her, würde ich keine Spanne an dem Begriff ausmachen, sondern das ist für mich dann immer noch, selbst wenn du mit 60, 70 verführst du dann immer noch Minderjährige. Ja. Und ab, glaube ich, unter 13, also mit dem Bewusstsein... Dass das Kind überhaupt wahrnehmen kann, bewusst, kann es nicht. Ja, was das für ein Akt ist. Ich glaube, da ist die Grenze. Also Hakim hat das schon gut gesagt. Also die Bezeichnung für den ist eigentlich eine andere. Ja, ekelhafter, perverser Bastard. Ich muss genau hier cutten, Bruder. Ey, hört ihr das nicht die ganze Zeit? Doch, es resoniert irgendwie, ne? Ich höre gar nichts, Alter. Warte mal. Ooh, baby, I love your way. So, ey, das ist eigentlich ein cooles Gespräch gerade. Pädophilie. Ja. Aber wie gesagt, ich habe Pädophilie im Kopf, ey, der hat so einen aus dem Kindergarten geschnappt und so, das ist für mich Pädophilie. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Sicher? Mit Erlaubnis der Eltern oder so. Ne? Aber nur mit auch einem unter 18-Jährigen. Ja, ich glaube, ja. Erzähl mal, Nichiwa, wie ist das? Du kennst dich ja aus. Weil er aussieht wie R. Kelly. Ab 16 darf man dann schon selber entscheiden. Braucht man nicht mal mehr die Einfachheit.
Okay, aber guck mal, du hast jetzt eine 14-jährige Tochter, ne? Da kommt so ein Typ mit dem Opel Calibra vorgefahren, hat so einen Fukuhila, Bruder, hat dann noch so Würfel dranhängen, ist ein Hurensohn, kommt so mit lauter Hardcore-Techno-Mucke an, ne? Und dann sagt die, das ist mein Freund. Und du so, ja, okay, alles klar. Ja, einverstanden. Drehen wir jetzt weiter schon? Okay. Wir klappen einmal. Klapp schnell. Hm. Wir reden jetzt eben. Man hört ihn nicht. Hm. Egal, wir reden ja weiter. Wir gehen nach kanakischem Recht. Ja, okay. Können wir klappen? Okay, wir klappen kurz. Ja. Womit ich ein... Oh, sorry, ich wollte nicht... Nee, alles gut. Also, was ich nicht gut finde an diesen ganzen Sachen, ich finde, sowohl bei Michael Jackson wie auch bei R. Kelly, dass, das ist meine Meinung, alle Eltern von diesen Kindern in den Knast gehören. Ja. Warum kommen, werden die nicht angeklagt? Weil die haben doch ihre Kinder geschickt. Ja. Das macht nicht gut, was die anderen machen. Aber wie kannst du deine Kinder... Guck mal, jeder weiß ja, vor allem im arabischen Kulturkreis, dass Michael Jackson, der ist richtig so ein Titan. Der darf alles machen, ne? Wir lieben Michael Jackson. Ich bin, meine Mutter hat mich mit dem aufgezogen. So gesehen. Und denkst du, wenn Michael kommen würde, an die Tür klingen würde und zu meiner Mutter sagen würde, ey, dein Enkel, dieser Vierjährige, ich finde, du darfst ihn mit auf Tour nehmen. Denkst du, wir würden den geben, obwohl wir Michael lieben? Boah, meine Mutter lässt meinen Neffels, ihr Enkel lässt sie nicht mal zu Bekannten. Ich verstehe nicht, wie die Eltern, guck mal. Weil vielleicht hatten die ja das Gefühl, okay, wenn er jetzt mit Michael chillt, dann fällt was für uns ab. Meinst du, so, die sind ja, auch egoistisch? Ja, genau, ja. Genau. Die haben ihre Kinder gefilmt. So was sind das für Eltern? Die haben die prostituiert. Ja, prostituiert. Was sind das für Eltern? Die müssten die schlimmste Strafe kriegen. Wie kann eine Mutter, das siehst du ja, wenn du diese ganzen Michael Jackson Sachen siehst. Wer ist deine Familie? Genau, wer ist deine Familie? Wie kann eine Mutter einfach ihren 10-jährigen Sohn, der ist 10, sagen, ja, geh mit Michael auf Dangerous World Tour. Ja, die sind mit dran schuld. Safe. Und die von R. Kelly, die ganzen Groupie-Mädels, die Eltern, weil die Eltern haben eine Aufsichtspflicht. Und die Amis kommen noch dazu, Bruder. Ja. Du bist erwachsen bei den Amis erst ab 21. Ja. Und die stellt ihm eine Frage, den R. Kelly. Das ist jetzt ein Bastard, Bruder. Ja. Der Viewer stellt ihm eine Frage, sagt, was ist denn für... stehst du auf Teenager? Ja. Sagt er, was ist... What do you mean when you say Teenager? Ja, mit Tori, dieses Interview, ne? Der Name ist Teen, sagt er. Da sagt er so, Teenage Girls who are Teenager. Hey, kannst du dich noch an das Cover von Back and Forth von Aliyah erinnern, wo der einfach so unscharf im Hintergrund an der Wand... Pedo. Keiner weiß das, Bruder. Verschwommen, der ist so verschwommen da. Wie so, ey, richtiger Creep. Wie so Schatten, Bruder. Alter. Ey, Bruder, du bist ja so ein richtiger Musiknerd, ne? Ja. Ab wann ist für dich Musik uncool geworden? Ab welchem Jahr sagst du, ab da höre ich nicht mehr? 2003, 2004. Echt schon? Ja, da schon. Da bin ich schon ausgestiegen. Also, ich bin... in der Jahrtausendwende bin ich schon... 2000... Also, guck mal... In 52 gewesen. Zwei... guck mal, genau. Zwei bis... Sehr gut. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ne? Zwei, drei, weiß ich noch, kam das zweite D'Angelo-Album, die ersten zwei Music-Alben, Music-Soulchild-Alben, das Glenn Lewis-Album kam, dann kamen geile Eminem-Sachen, die 12-Sachen, 50 habe ich gefeiert, G-Unit... Aber ab da, also 2003 bin ich schon ausgestiegen und dann kann ich mich erinnern, das war für mich der Untergang. Ich meine, 2006 oder 2007 kam Crank That von Soulja Boy und dann kam Leffy Taffy von D4L. Und echt, da habe ich gesagt, okay, wenn das und der Hip-Hop läuft, und diese, dann habe ich gesagt, und dann kam mir der Süden, der hat so komplett übernommen und dann, ab da fand ich alles schlecht. Also hörst du gar keinen aktuellen Rap mehr. Aber du verfolgst trotzdem irgendwie noch weiter. Ja, das, was ich so mitbekomme. Aber so was anderes, ne? Aber ich hör's nicht. Diese Künstler von damals, wenn die jetzt ein Album rausbringen, gönnst du dir das noch? Ich höre rein, aber ganz selten, dass mich das über... Ich höre viel Underground-Rap. Aber so richtig Underground. Was Leute so, würde ich sagen, ey, Nisa, bist du arbeitslos? So, zum Beispiel, wer noch gut ist Redman. Der liefert immer noch ab. Mhm. Der hat noch eine EP rausgebracht, meine ich, dieses Jahr. Mit drei Songs, da war dieses I slap the shit out of you. Ja, und da war dieses Saga drauf. Da waren drei freshe Tracks. Der ist noch gut, aber ansonsten... Ich habe so, das worüber wir gerade eben geredet haben, wir haben Rapman ein Video gedreht, ne? Ja. Ich bereue diesen Tag, dass ich den kennengelernt habe. Aber wie, ich habe immer gehört, der soll voll nett sein. Oder ist ein Junkie. Ist auch nett. Kennst du doch überhaupt noch Junkies, Bruder? Ja, aber der kifft. Junkie ist Chemie. Nein, Junkie, ja, nee. Junkie wie diese Chemiker-Junkies, Bruder. Ja, mit Junkie. Gras. Mit Gras, ja, Junkie, richtiger Junkie, auch so wie Wasser trinken, oder das mehr wahrscheinlich. Das war eine Enttäuschung. Banais und ich waren doch unten. Der Banais war auch bei der Scheiß-Branche kennengelernt. Der rappt doch sein Leben lang über Bruder. Die Sache ist, ich bin... Guck mal, der Sound hat sich auch verändert, so dass mir das, guck mal, Redman gefällt mir noch, Eminem gefällt mir noch, auch R. Kelly, seine letzten Alben, der macht zwar viel Schrott, aber da waren immer noch so drei, vier Sachen, die sind immer fresh. So, aber ansonsten... Es gibt aber immer noch ein paar coole Sachen, die so ein bisschen low-key, aber immer, also zum Beispiel Ro James oder so, kannst du mit sowas gar nichts anfangen, oder?
Oder Frank Ocean oder so, konntest du nichts damit Frank anfangen? Frank Ocean respektiere ich. Ich kann anerkennen, dass das sehr, sehr gute Musik ist. Aber das ist nicht mal, das ist wie Kendrick Lamar und J. Cole. Das sagen ja immer die Hip-Hop-Fans. Das sind ja immer die, die nennen. Ja, es gibt aber noch... Finde ich sehr gut. Ich finde, das sind übertriebene Rapper. Aber ich kann das nicht hören. Kendrick hat erstmal so eine Babystimme. Der klingt wie so mein Enkel. Hast du so eine Lieblings-Playlist? Boah, der war deep, Bruder. Hast du so eine Spotify-Playlist mit deinen All-Time-Classics? Nee, ich höre eigentlich, ich switche immer selber. Switch durch. Ich switch durch, aber so, es gibt so bestimmt, ich höre auch zum Beispiel, ich höre alles. Ich höre zum Beispiel viel Rockmusik, ich höre viel Metal. Hör ich auch. So, da seid ihr komplett raus. Nee, Bruder, nicht ganz. Obwohl, also, Rock gebe ich mir auch ein bisschen. So, höre ich auch sehr viel, aber ich, der Sound hat sich einfach, und es gibt so fragwürdige Sachen. So, ich frag mich zum Beispiel, wieso macht ein Jay-Z einen Track mit Future? Ich kann das so nicht verstehen. Ja, Geld, einfach up-to-date zu bleiben. Also, dass nee, er überhaupt stopp, das einfach, jetzt den Namen musikalisch Bock hat, sonst würde er das nicht machen. Also, ich glaube zum einen, weil er den vielleicht musikalisch irgendwie fresh findet und weil er einfach Jay-Z ist, genau, damit er relevant bleibt. Weil Future einfach musikalisch fresh so, ist. So, deswegen feiere ich... Weil Future einfach musikalisch fresh ist? Ich finde den super wack, Alter. Bruder, dann habt ihr einfach... dann ist das nichts für euch. Ja. Guck mal, Bruder, ich sag dir was. Ich bin ein Nazi. Nee, ich sag dir was, Bruder. Guck mal, ich gebe mir voll viel Oldschool und vor allem ich bin so G-Funk auf. Ja, genau, ja. Ich habe ein Jahr gebraucht, um in die neue Musik reinzukommen. Ja. Weißt du, was das Ding ist, Bruder? Wir hören einfach anders. Ja. Du musst dir vorstellen, wir sind so krass musikalisch und was die Harmonie angeht in der Musik, ist so krass mit damit aufgewachsen, dass das nach Krankheit klingt jetzt. Ja, das klingt weißt so. Das klingt, aber das war ja immer so. Guck mal, wenn du dir auch Interviews an, du weißt ganz genau, dass als in den Mitte der 80er so die New Jack-Mucke kam, gibt's doch 1000 Interviews. Da von Usher oder was weiß ich, wo er sagt, als ich Bobby Brown gehört habe, da hat meine Mutter auch gesagt, das ist doch kein R&B, Marvin Gaye ist richtiger R&B. Die fanden das auch schon zum Kotzen. Das ist immer so, aber ich sag Entwicklung. Ja, für mich ist, guck mal, wenn wir jetzt bei Hip-Hop bleiben, machen wir mal R&B weg. So, ich bin ein Rap-Nerd. Für mich muss einer geil rappen können. Flowen, Reime, so, aber das können die nicht heute. Das ist so irrelevant. Flowen würde ich sogar sagen, dass die schon du, einiges ein mittlerweile Bruder, machen. Kendrick Lamar zum Beispiel. Nein, die sage ich ja, der ist ein geiler Rapper. Den nehmen wir raus. Aber das andere ist ja, da, du hörst, guck mal, wenn du zum Beispiel Hit 'Em High hörst, ne? Hit 'Em High. LL Cool J, ja. Method Man, ja. Be Real. Du hörst am Track, dass jeder im Studio war und gesagt hat, boah, ich muss besser rappen als... Jeder Verse zerstört. Und das war so bei diesem Posse-Track. Du hörst Scenario von Tribe Called Quest, jeder rappt übertrieben. Ja. Du weißt, dass die da drin waren alle und die haben so gevibed und jeder hat sich gedacht, ey, ich muss den anderen zerstören. Heute weißt du, dass das irrelevant ist. Guck mal, ich bekomme das ja manchmal mit bei jungen Rappern oder... Der hat gar nicht mehr diese Ambition. Der sagt nicht, ich will der beste Rapper sein. Ja, damals ja, wollte genau. ein Rapper Rapper werden. Der wollte sagen, ich will der beste Rapper sein. Ich will am Mic gehen. Wir gucken uns das doch alle an auf YouTube. Wenn du in den 90er Jahren einen Rapper siehst, der war im Radio, da waren alle wie Black Thought heute. Jeder wollte ins Radio zurück. Und einen Freestyle kicken, aber dass Bro, alle sagen, boah. Geh mal einen Step zurück. Du musstest ja früher, als wir schon Musik gemacht haben, musstest du ja erstmal auf der Straße vernünftig rappen, ja. damit du überhaupt ein Studio darfst. Ja, genau. Das heißt, weißt du, aber heute, Bruder, du kaufst dir ein Mikrofon und einen USB-Stecker. Ja. Heute gibt's aber diesen Rap auf der Straße gar nicht mehr. Genau, meinst du ja. Du kaufst dir einen USB-Mic zu Hause, weißt du? Das kennen aber Migos und so kannst du nichts mitmachen. Boah, Migos sind so mein absolutes Hassbild. So, Boah, ihr treffen gerade zwei Welten aufeinander. Boah, ey, ich kann mir das absolut, weil das hat für mich mit Rap nichts zu tun. Aber ich verstehe auch, es gibt ja auch die andere, also ich bin ja so ganz verkappt, was, guck mal, ich liebe zum Beispiel Tech 9. Aber ich kenne jeden anderen, der sagt zu mir, ey Bruder, ich kann mir Tech 9 nicht geben, ich kriege Kopfschmerzen. Das ist mir zu anstrengend. So, zum Beispiel, was Leute heute auch Eminem vorwerfen, der ist mir zu anstrengend. Aber ich finde das geil, weil ich entspanne wirklich, weil ich höre so und denke mir, boah, guck mal, dieser ganze Satz hat sich auf den zweiten Satz komplett gereimt. Ja, jede Silbe genau. hat sich auf die andere gereimt. Und das fasziniert mich dann. Aber andere sagen, ich kann da nicht entspannen. So, aber meinst du nicht, dass eine Entwicklung sein muss, Bruder? Eine Entwicklung Nein. für die neue Generation? Die, Nein. Die, aber das muss ja irgendwann so, wie du ja schon selber sagst, Bobby Brown ist kein Dings gewesen für die Eltern. Ja, genau, für Aschers Mutter. Ja, aber guck mal. Ich kann mich erinnern, irgendeiner hat ein Um-Kalthum-Sample einmal gemacht. Ne? Ja, geil. Meine Mutter kommt rein ins Zimmer. Was ist das für ein Scheiß? Ja, genau. Das haben wir Um-Kalthum gemacht, Alter. Ja, ja, weißt du, ja, was ich meine? Ja. Aber das ist halt die Entwicklung, Bruder. Das muss halt irgendwie so... Ich meine, dass das Sample von Big Pimpin', von Jay-Z und Tim... Rarab Alema oder irgendein arabischer Sänger. Schon Farid Latrash, glaube ich. Ich weiß nicht. Nee, Farid Latrash. Nicht Rarab Alema? Der hat später Millionen, der Sohn. Ja, genau, genau, durch die Klage. Guck mal, ich finde, guck mal, Konfuzius hat gesagt, wirklich, der Fortschritt wirft die Menschen zurück. Und Fortschritt ist nicht immer gut.
Verstehst du? Bedeutet, ist auch nicht immer gut. Guck mal, zum Beispiel, weil du weißt damals ein Sam... Okay, Attila Hildmann. Ja, genau. Ein Sam Cooke oder ein James Brown, die konnten nicht punchen. Du musstest den Song durchsingen. Ohne zu verkacken. Den ganzen Song. Und deswegen weißt du, dieses Skill-Level, weil du das heute... es wird keiner mehr so kommen, der singt wie Sam Cooke. Weil es nicht geht, weil es nicht braucht. Ein Sam Cooke musste durchsingen. Den ganzen Song. Und wenn der ein Ton daneben war, dann musste er nochmal den ganzen Song. Das heißt, du hast jetzt ein ganz anderes Skill-Level gebraucht. Jetzt kommt aber er. Und deswegen, warte, und der Fortschritt, weil heute das einer gar nicht mehr können muss, da kannst du, deswegen genau, weißt du, der wird nicht mehr so gut sein wie früher. Das heißt, da ist der Fortschritt schlecht. Fortschritt aber Bro, kann an anderen Sachen guck mal, jetzt, aber das jetzt kommt aber er, warte, jetzt kommt aber er und sagt, aber Future unterhält mich mehr. Ja, respektiere ich. Genau, aber genau wie ich zu ihm sage, Jean-Claude Van Damme unterhält mich mehr als Robert De Niro, und dann sagt er ja auch, aber Jean-Claude Van Damme ist Schrott. Dann erkenne ich das an. Und so sehe ich das bei Future. Yeah. Der unterhält den Jam mehr, aber der kann nichts. Der kann nichts, weil das, was er macht mit seiner Stimme, ist ja nicht mal echt. Das heißt, er kann gar nicht so performen. Er braucht immer Hilfsutensilien. Das ist ja nicht er. Das ist ja Autotune. Das heißt, er kann gar nicht... Aber findest du nicht, das einfach eine Stilrichtung? Nein, wir können nicht hier sitzen mit Future und ich sage, okay, aber Future, ich gebe dir ein Beispiel, gib mir mal ein Part, ich gebe dir ein Beispiel. So. Aber Bro, ich gebe dir ein Beispiel. Nein, nein, ich gebe dir ein Beispiel. Guck mal, Summer zum Beispiel, ne, in Deutschland. Guck mal, Summer hat bewiesen, dass er rappen kann, Bruder. Summer ist ein MC. Ja, der kommt aus einer Zeit, wo er ein MC ist. Ja, genau. Jetzt benutzt der Autotune als Tool. Ja. Kein zweiter schafft das in Deutschland, das benutzen wir er. Ja, aber Summer kann trotzdem zum Radio gehen, zu Kiss FM. Und kicken. Und du machst so Mob Deep Schoko uns an und dann performt er und genau, das meine ich Spaß damit. Genau. Und jeder wird zerfetzt. Genau, das meine ich aber damit. Aber das kann Future aber nicht. Aber die neue... Am Future ist 58, Bruder, natürlich. Das weißt du nicht. Ja, ja. Klar, Mann, das ist MC. Future ist jünger als du, Bruder. Ja, aber der kann nicht schwer. Älter als du. Future, Alter. Und dann, nee, ich kann das ja anerkennen. Guck mal, zum Beispiel, als Lil Wayne rauskam, den feiere ich nicht, weil der Sound gefällt mir nicht. Aber, Schrott, aber... Findet ihr? Oh, ich hasse Lil Wayne, warte mal, aber ich kann anerkennen, das heißt, ich bin ja nicht komplett verkappt. Ich kann seine Lines hören und sage, Lil Wayne hat übertriebene Lines. Fresche Lines, sehr clever, der rappt gut. Das ist einfach nicht mein Sound. So, aber ich kann das anerkennen. So, aber bei einem Future erkenne ich nichts an, weil ich das schlecht finde. So, Lil Wayne ist auch nicht mein Sound. Gar nicht. Aber ich kann sagen, nee, der rappt aber geil. Der reimt gut. Das ist aber nicht meine Musik. Der Sound ist einfach nicht, das ist dieses, guck mal, ich komme aus einer Zeit, wenn du Rap gehört hast, hast du so gemacht. Und Lil Wayne ist dieses, das haben wir so Fliegen verscheuchen. Das ist nicht so mein, das ist so nicht mein Ding. Aber liegt für dich dann so der künstlerische Aspekt mehr, also auf jeden Fall, gewichtest du das dann mehr als den Sound oder ist das egal? Ja, mehr und der Sound muss mich ja irgendwie abholen. Abholen, genau. Guck mal, ich muss das jetzt hier, ich gebe das sehr ungern zu, ne? Aber manchmal läuft was, da sage ich, ey, die Hook ist nicht schlecht. So, und dann, aber ich will das so nicht wahrhaben. Ich habe letztens einen Song gehört, wer ist diese Rapperin, die jetzt berühmt ist? Auch so. Deutsche oder Ami? Ami, die ist auch so wie Cardi B und Nicki Minaj. Megan Thee Stallion. Genau, Megan Thee Stallion. Die hat einen Song mit Nicki Minaj und das ist so ein anderer Typ mit Dreads. Der singt doch manchmal, hat immer so einen Kontaktlinsen. Fetty Wap. Nein, anderer. Ah, warte mal, war das nicht Wap? Kennst du mal die Alten? Der singt und rappt. So, der hat so lange Dreads. YG. Nein, lange YG Dreads. YG hat kurz an. Ist gar nicht, Bruder. Ist auch ein bisschen hellhäutig. Keine Ahnung. Nicki Minaj und Megan Thee Stallion. Megan Thee Stallion. Was haben Megan Thee Stallion? Ty Dolla Sign. Genau, Ty Dolla Sign. Ich hab YG gesagt, ich meinte Ty. Genau. Und die haben einen Song und da macht dieser Ty die Hook. Aber der ist gut, Ty Dolla Sign. Genau, und ich höre so, ich so, ey, die Hook ist angenehm. Aber nein, Ty Dolla Sign ist alte Schule, Bruder. Kennst du diesen Song von Ty Dolla Sign und wie heißt der nochmal? Rockstar, Mann. Hier ist er auch drauf. Nein, mit so einem, das ist wie so ein alter R&B-Funk-Song. Ich zeig dir den später. Ja, zeig mir den. Weil so würde ich es mir nie anhören. Und ich sag dir noch was, ich hab Ty Dolla Sign live gesehen, Bruder. Ne? Echt? Mit Band und sowas. Band? Weißt du, wie der abreißt, Bruder? Nicht mit Band. Mit Band, ich hab den auf dem Festival live gesehen. Du weißt doch gar nicht, was eine Band ist. Nein, Bruder, du unterschätzt die Amis. Guck mal, weißt du, das Problem ist, diese Autotune-Scheiße in Deutschland, weil die keine Ahnung haben, weil wir knacken, wenn wir irgendwas sehen, womit wir Geld machen können. Und wir merken, das ist einfach, dann nehmen wir das einfach. Jeder kauft sich ein Taxi. T-Pain kann ganz hart singen. Ey, der kann singen. T-Pain kann singen, aber ich habe Unplugged-Sachen und so von denen gesehen. Also die Amis sind da anders, Bruder, weil die Amis sind immer noch, das ist deren Kultur. Ja, aber du siehst trotzdem, wenn du so Interviews von denen guckst, dass die nicht mehr darauf Wert legen. Das ist denen egal. Guck mal, wenn jetzt zum Radio einer geht, zu Funk Flex oder so, oder zu diesem LA-Radiosender, wer Freestyle, also wer rappt da immer noch am Mic auf Subi? Es sind immer noch die alten Leute. Aber Bro, guck mal. Ein Carmen geht bei den Amis, ein Royster 5'9", die rappen, aber wenn ein Ty Dolla Sign... Nee, bei den Amis sehe ich das noch öfter. Also hier nicht.
Hier, ich glaube, die Jungs hier checken das überhaupt nicht. Guck mal. Aber die Amerikaner, die sind schon so. Die gehen dann zu irgendwelchen Radioshows und rappen da. Wann waren Migos irgendwo bei einem Radiosender? Nein, hat einen Beat gelaufen lassen und die haben dann so gerappt. Nein, ich nehme den, den wir beide hassen, Bruder. Ich nehme den, den wir beide hassen. Drake. Drake ist. Boah, ich sag dir aber was. Aber warum machen wir jetzt so mit Hass? Nein, warte, warte. Aber Drake, ich sag dir, Drake ist ein krasser Rapper, Bruder. Nein. Wenn der kickt, Bro, wenn der kickt, glaub mir, der kann sich einen Radiosender hinsetzen und kicken. Und da sag ich dir jetzt jemand, den ich nicht mag, Bruder. Drake hat die komplette Musikindustrie verändert. Wenn du das nicht wahrhaben kannst, Bruder. Ja, doch, das nehme ich ja wahr. Ja, aber wenn du ihn als Rapper auch... Also, ja, okay, gut. Ich meine, die sagen auch Kevin Hart. Wir beenden dieses Podcast-Ding jetzt an dieser Stelle. Man muss dazu auch sagen, wenn du das Song änderst... Oh, ey, du kannst mich sagen, wenn du Drake hörst und dann hörst du so Big Pun, Alter, wie der gerappt hat, Junge, da krieg ich so Gänsehaut und denk mir, ey, das ist der Motherfucker schlechthin. Man muss auch dazu sagen, wenn du das Genre änderst, Nisa feiert auch Kevin Hart. Das ist für uns Comedians so der größte Schrott. Nein, du musst dir vorstellen, wenn du eine Comedy-Szene bist. Hart. Aber nur, weil ihr die gleiche Körpergröße habt. Nein, ich feier Kevin Hart gar nicht. Ich diss den doch voll oft. So, ich feier den nicht. Du feierst Kevin Hart? Ich schwöre, ich finde den super schlecht. Echt? Du? Nee. Der Cheyenne feiert Kevin Hart. Cheyenne feiert Kevin Hart. Das ich feier den auch ultra hart. Ich feier Kevin Hart gar nicht. Ich fand, null. Ich finde den überhaupt nicht lustig. Gar nicht. Ich fühle mich genervt sogar von ihm. Aber ich erkenne an, was er schafft und ich finde es auch verdient, dass er oben ist, weil er am härtesten arbeitet. Ja, das glaub ich, arbeitet das selbst alle, die ihn dissen. Ja, das stimmt. Ob Ari Spears oder Cat Williams oder Mike Epps oder so, die reißen sich nicht den Arsch Cat auf. Cat Williams ist sowieso eine ganz komische Geschichte. Ja, ganz komische Geschichte. So Beweis, dass du merkst. Also, ich kann das anerkennen, aber ich kann nicht lachen über Kevin Hart. Ist das bei dir bei, wie bei Mucke auch, dass du zum Beispiel Comedy von heute nicht so cool findest, wie zum Beispiel von nicht Dave Chappelle, noch viel früher, Mann. Eddie Murphy. Eddie Murphy. Ja, klar, Eddie Murphy ist für mich der King. Ja, klar, die zwei besten Specials aller Zeiten. Es stimmt auch, aber bei Comedy kommen noch einige Leute, wo ich sage, also in den letzten Jahren sind einige Leute... Wen hast du auf dem Schirm gerade? Also wenn ich übertrieben feiere. Also der kann in meine Top 5 rutschen. Das ist erstmal Tom Segura. Ja, der boah, das ist brutal. Boah, ey, ich sterbe. Ich sterbe das einfach. Und Anthony Jeselnik. Ah. Boom! Ja. Das ist so ganz stark. Wobei der schon da. Also ja, schon, die sind schon da, aber die sind halt beide gerade mal 40 geworden oder noch unter 40. So. Und während die anderen krassen, die sind schon alle über 50. Ja, ja, das stimmt. So. Kennst du diesen diesen Truckerfahrer? Wie heißt der, Alter? Ja, der weiß was. Judah Friedman? Judah Friedman. Übertrieben. Krass. Ja, siehst du? Da gibt's doch auch einen Typen, der immer so mit nacktem Oberkörper auf die Bühne geht. Bert Kreischer. Der ist auch krank. Bert Kreischer. Der ist krank, der ist super unterhaltsamer als Podcaster und so, aber so Stand-Up fand ich jetzt nicht so stark. Aber... Ey, Tom Segura kann ich nur jeden raten, Anthony Jeselnik, das haben wir natürlich so ganz... Ja, das ist nerdy, Alter. Kranker Humor, so, also da würdest du hier in den Knast kommen. Weißt du, wen ich auch richtig krass fand? Yeah. Jamie Foxx. Super. Weil er halt live noch so... Der ist mein Top 5. Klavier und so. Jamie Foxx, wem würde ich sogar Platz 3 geben, ich persönlich. Oder weißt du, dass ich Anthony live gesehen habe in New York? Jeselnik? Im Comedy Cellar. Nein! Ja. Aber auf Zufall. Ich wusste da nicht, wer er ist. Nein! Da wusste ich das. Hat auch diesen harten Style. Ja, diesen harten Style. Die haben im Comedy Cellar treten ja so auf einmal plötzlich auf. Ja, die kommen rein testen. Ich fand den so Hammer. Geil. Und frag den Usos, glaube ich. Ja. Oder Khaled, weiß ich nicht. Hab ich gefragt. Ich so, ey, ich hab einen gesehen so und so. Und die so, was? Du hast den gesehen? Wow. Die so krass. Ich wollte nach Holland. Da hab ich ihn erst gecheckt. Der war ja in Amsterdam kurz vor Corona. Da wollte ich sogar hinfahren. Aber dann habe ich einen Auftritt selber gehabt an einem Tag. Aber ich war Dave Chappelle gucken in Amsterdam. Wir haben ihn in Berlin gesehen. Super. Weißt du, wie der reinkommen ist? Okay. Der Bastard, der kommt rein, Bruder, stopp besoffen. Ja. Freestylt irgendwas hin, Bruder, und geht wieder von der Bühne. Nein, in Amsterdam hat er. Aber weißt du, wer alles da war? Weißt du, wer Most Def. Most Def auch in Amsterdam. Most Def war Kanye West. Auf einmal sitzt Kanye West neben uns. Ich weiß, wo du warst, das war aber ein Jahr vorher. Das war ein Jahr vorher, genau. Ich war jetzt im Februar. Ja. Jetzt dieses Jahr im Februar. Okay. Da war der Amsterdam. Und dann kam auch Most Def mit. Bocke. Hatte sein eigenes Mic dabei gehabt. Ja, genau, dieses 30er-Jahre-Mic. Und hat das so gerappt. Nicht so walking. Und was ich auch feier. Dass die sich immer noch so pushen und Freunde sind. Und, die sind Fans voneinander, weil ich schwör's dir, Mos Def war am Rappen vorne. Und Dave Chappelle war hinten und du hast gesehen, der hat das gefeiert, der hat so mitgerappt. Ja, die haben auch immer diese Blockpartys und so zusammengeschrieben. Genau. Mos Def, das ist ein geiler Rapper. Das ist ein geiler Rapper. Und krasser Schauspieler übrigens. Ja. Viele, leider nie wirklich wisst so. Wisst ihr, was du unterschätzt krasser als Andre 3000? Boah. Ja, nee. Doch. Als Schauspieler? Mos Def hat zwei Filme. Oh, schwierig. Die sind sehr, sehr unterschätzt. Die habe ich beide nur einmal gesehen. Bernhalter durch die Galaxis? Nein, ja, das ist super geil, aber weil das so mein dummer Humor ist. Zwei Filme von Mos Def. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr die kennt, weil die sind sehr deep. Einmal ist das ein Film mit Kevin Bacon. Da ist Kevin Bacon ein Pädophiler, der aus dem Knast kommt. Das kenn ich. Super Film, wirklich. Und der
Und es geht darum, dass er so ins Leben wieder eingegliedert werden muss. Und Mos Def ist, ich weiß nicht, ob er ein Polizist oder Bewährungshelfer ist, der immer nach ihm schaut und dann so, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich glaube, Bewährungshelfer, der, ja, ja. Und der zweite Mos Def Film, der überragend ist, ist in Amerika, es ist ein Biopic, also beruht auf wahren Begebenheiten. Es geht um den schwarzen Arzt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich den Film, wie gesagt, nur einmal gesehen habe. Ich meine, der die Herzchirurgie erfunden hat. Krass. Und Mos Def spielt diesen Arzt. Ja, und also die Hauptrolle. Und der Film spielt irgendwie in den 40er Jahren. Die Lorbeeren hat natürlich dann der Arzt, der weiße Arzt. Der weiße Arzt. Genau. Ah, okay. Und das sind zwei Mos Def-Filme, wo ich gesagt habe, okay, wusstet ihr, dass Mos Def bei Michael Jacksons Ghosts mitspielt? Ja, eiskalt. Ah, eiskalt. Hey, aber warte, kennst du von Michael Jackson die Pepsi-Werbung, wo Carlton mitspielt? Ja, genau, ja, Pepsi-Werbung, so mit der roten Jacke und dann so, guck, du siehst das Lächeln. Das Lächeln ist Mos Def, Andre 3000, aber was hat Andre 3000 gemacht? Weißt du, was der spielen soll? Vier Brüder, okay, das ist der Start. Jimi Hendrix? Nee, den habe ich nicht gesehen. Nein, der ist noch nicht raus. Der ist noch gar nicht raus. Nee, aber ich wollte euch aber auch sagen, warum ich Jimi Hendrix nicht gucken wollte. Kennt ihr die Hintergrundgeschichte? Nee. Ich wollte Jimi Hendrix nicht gucken, weil der Film ist ohne die Erlaubnis des Jimi Hendrix Estate gedreht. Und deswegen, was ist das für ein Biopic, darf keine Jimi Hendrix Musik in dem Film genutzt werden. Ja, habe ich auch gelesen. Habe ich gelesen, da habe ich gesagt, was ist das denn? Ja, ja. Wie fandst du die? Aber Pac war so. Tupac, kein originale... Den Film habe ich war nicht... War übrigens auch Schrott, sowieso der Film, weißt du? Ey, wieso gucken den Leute? Keine Ahnung. So, zum Beispiel, Cheyenne kommt auch danach irgendwann, weil der ist ja voll der Pac-Fan und sagt zu mir, ey, oh, Lies on Me war so Rotz. Sag ich, warum guckst du das? Warum verschwendest du deine Zeit? Ja, ich wollte gucken. Sag ich, ich habe es nicht geguckt, weil Kritiker und Fans alle gesagt haben, Rotz. Dann brauche ich nicht da sitzen und zwei Stunden meines Lebens verschwenden, weil ich, sagen doch alle, als ob ich irgendwas entdecke und sage, ey, der Pac-Film war aber voll geil. So, wenn alle Fans und Kritiker, hätten jetzt solche Kritiker gesagt, der ist schlecht. Hat den Film eine Chance. Und Fans hätten gesagt, der ist geil. Ja. Dann kannst du gucken. Aber alle durchgehend haben Bro, gesagt, wir warten seit 20 Jahren, warten wir darauf, dass ein Biopic von Pac kommt. Wie kannst du so eine Persönlichkeit, wo die Interviews dich schon so in den Band ziehen wie ein Film, du kannst so zwei Stunden Interviews und wie kannst du einen Film so verkacken? Ich hab den vor kurzem nochmal geguckt und der Typ, den er spielt, der hat so null Charisma, Bruder. Und spielt den charismatischen Menschen, weißt du, okay, was ich meine? Aber ich frage dich jetzt als Fan, jetzt ganz, ganz ehrlich. Ist der Film so absoluter Rotz, wie so Glitter von Mariah Carey? Schrott. Oder Schrott. Ist es so, dass man sagt, okay, der ist schlecht, aber Sonntag 20:15 Uhr, während man so Eis isst? Schrott, guck mal, im Kino waren wir mit den Jungs. Ganz, ganz Schrott. Schrott. Ich glaube, man merkt einfach, dass man dem Film gar keinen Support gegeben hat von Pack SD. Ja, hat er auch nicht. Also aber ganz schlimm. Guck mal, alleine schon, dass du fragst, ob man einen Tupac-Film nebenbei laufen lassen kann. Ja, stimmt, ja. Dann aber wie fandst du den Biggie-Film? Nicht gut. Da bin ich, ja, so 50-50, Alter. Ja, ich fand den eigentlich cool. Aber es ist auch nicht gerecht geworden. Es ist immer cool, aber bei Pac ist aber Schrott. Aber ich fand den Charakter fand ich jetzt nicht schlecht getroffen. Ja, genau. Das haben die besser gemacht. Aber das Geile ist, ich bin jetzt so überzeugt, weil manchmal kommt dir der Teufel und flüstert dir was ein. So zum Beispiel, der Pac-Film erscheint so, läuft gerade und du denkst dir vielleicht, guck den doch einfach. Aber jetzt so, ich bin wieder überzeugt, das Problem ist, dass wieder diese Ladung brauchst du nicht zu gucken, Bruder. Weil der vielleicht, dann reg ich mich wahrscheinlich das auf. Das Problem ist, dass wir aus der Zeit kommen und dass wir alles, was wir über Pac an Informationen haben, in einem Film erwarten. Ja, und auch den ganzen Impact. Ja, und das geht einfach eigentlich gar nicht. Nee, die haben auch Leute. Nee, aber du kannst ja die wesentlichen Teile nehmen. Und sogar das haben die verkackt. Ja, aber echt, sogar das. Ist so. Und auch gecastet, Bruder, die haben, weißt du was, wie krasse Packs die gecastet haben? Ja. Leute, die sind auch... Hier von NWA. Der war geil, der Pack. Genau, der von NWA. Der spielt auch in dieser Serie mit auf Netflix. Genau. Wie war die? Ja, genau. Ich fand die cool. Ja. Sieht man da auch Biggie und Pac? Man sieht beide, ne? Genau, und guck mal, Unsolved ist Hammer gemacht. Das habe ich noch nicht geguckt. Das kannst du gucken. Das ist Hammer. 10 Folgen, ne? Ja. Weißt du aber, warum? Es geht halt nicht um Biggie und Pac, es geht um die Polizisten. Genau. Okay. Und es geht um die Story und wer wirklich involviert war. Okay, wie viel? Also nicht, weil es wichtig ist, wenn etwas gut ist, ist gut, aber wie viel sieht man Pac und Biggie? Jede Folge. Pac und Biggie. Bro, also nicht so viel, um die Story zu ficken. Okay. Weil wenn die mehr zeigen würden, dann würdest du sagen, boah, scheiße. Also so da würdest du genau diese Aspekte dann so, ey, schlecht gespielt oder nicht gut wiedergegeben oder Story verfälscht oder ey, das habe ich anders erwartet. Ja. Es geht tatsächlich nur um den Fall Biggie und Pac. Und das ist dann geil. Und das ist dann geil gemacht. Warum arbeiten die so mit Rückblenden? Das ist zum Beispiel wieder diese Szenen von denen. Dann. Okay. Genau. Das ist schon geil gemacht. Weil sonst wäre es eine ganz, ganz schlechte... Hast du Dings gesehen, Bruder, wo wir bei Biopic sind? Hast du Dolomite geguckt? Ich bin der größte Eddie Murphy. Unglaublich. Und Dolomite selber. Weil krass Dolomite ist, wenn du nach dem Dolomite guckst und die Doggy-Style zum Beispiel hörst und sowas. Aus 93, 94. Wie die Dolomite übertrieben Ich fand den Film auch gut. Und ich muss ehrlich sagen... Snoop Dogg baut eigentlich auf Dolomite auf, Alter. Das ist krass. Ja, der Charakter hat ja so voll... Ganzen Pimp-Film. Der hat den was ich halt sehr, sehr krass fand, das ist jetzt aber wieder so Nerd-Talk, ich dachte jetzt, oh Mann,
jetzt wird's schwer, weil Eddie Murphy hat sich ja zurückgezogen, 10 Jahre, hat ja keine Filme gemacht, nur so 2 oder so nebenbei. Das ist schon Knast und, auch. Nee, das war Wesley Snipes. Ah, stimmt, ja. Und 2006 ist ja der Synchronsprecher von Eddie Murphy gestorben. Ja. Und die Stimme ist ja so perfekt. Ja. Also so, guck mal, obwohl das für uns eine Sünde ist, ich schwör's dir, die Stimme ist so, ich bin so indoktriniert mit dieser Eddie Murphy-Stimme, dass sogar auf Englisch, ich habe ja alle Filme mal auch auf Englisch geguckt. Bei jedem Funktion, dass ich sogar da sage, nee, auf Deutsch kickt das irgendwie mehr, weil diese Eddie Murphy-Stimme. Genau wie bei Homer. Und bei Dolomite dachte ich, scheiße, das wird nicht funktionieren. Und es hat funktioniert. Diese Synchronstimme ist gut. Die haben ja den von Deadpool genommen. Ja, von Ryan Reynolds, der spricht den jetzt. Aber auch, weil er nicht versucht, da dran zu kommen. Aber jetzt erzähle ich euch was, weil ich habe das Schein erzählt und hat so Hass bekommen. Ihr wisst, dass dieses Jahr der Synchronsprecher von Denzel Washington gestorben ist. Ne? Was? Nein. Ich schwöre, das heißt, ab dem nächsten Film, neue Stimme. Bruder, miesester Spoiler des Jahres. Oh. Ich schwöre. Dies ich dachte Corona und alles 2020 jetzt. Nein, der ist gestorben. Das heißt, ab nächsten Denzel-Film, neue Stimme. Nein. Wie willst du da einen finden, Alter? Kannst du vergessen, Alter. Ich schwöre. Wie willst du da einen finden? Hart, ne? Alter. Ja, aber genau wie bei Homer auch. Danach hat Homer gewechselt? Simpsons, ich konnte Simpsons danach nicht mehr gucken. Aber ist die komplett anders? Ja. Homer? Die haben die mehr an die Ami-Stimme gemacht. Ja, weil ich gucke kein Simpsons. Die haben die mehr an die Ami-Stimme gemacht jetzt. Weißt du, wer den noch hatte? Weißt du, wer den noch hatte, bevor der gestorben ist? Den Homer? Ja, den Homer, die Stimme. Wer? Rebel Comedy bei der vorletzten Tour. Echt? Da hat er das Intro gesprochen. Ey, geil. Da haben die noch drin gehabt. Oh, guck mal, hier auch so, wenn wir jetzt bei diesen Synchronsachen sind. Vor 3 Jahren oder 4 Jahren, weil er halt alt ist, ist ja der King der Synchronsprecher. Der Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, ist in Rente gegangen. Ist ja derselbe. Guck mal, was für ein King. Der Synchronsprecher. Guck mal, wenn ich euch das sage, werdet ihr das. Der Synchronsprecher von Arnie und Stallone ist Dan Aykroyd, ist John Travolta und ist Terence Hill. Was? Aber wie haben die das Terrence bei dem einen Film gemacht, wo Arnold und erklär ich dir jetzt. Guck mal, Terence Hill. Oh, guck mal, wenn du jetzt Terence Hill. Ist krass. Ja, wenn du jetzt Terence Hill guckst, du wirst sagen, ey, das ist Arnie. Krass. Ey, manche Leute. Ey, du hast recht. Ja, ich hab mir das gerade vorgestellt. Ja, doch, Mann. Krass. Leute, wissen ja nicht mal, dass Stallone und Arnie die gleichen sind. Aber wie haben die das bei Expendables gemacht? Ja, erklär ich, bei Expendables ging das. Haben die das runtergepitcht? Nein. Nee, die haben das komisch runtergepitcht. Weil wenn du die Filme auswendig kennst, er spricht Arnie und Stallone ein bisschen anders. Ja. Ja. Aber da hat er das gemacht. Aber es gibt ja auch Escape Plan von Arnie und Stallone. Ja. Und da hat Arnie ein anderer gesprochen. Da kam auch voll Shitstorm. Der hat sich aber dazu geäußert. Der meinte, das Studio wollte ihn nicht zweimal zahlen. Ah. Er wollte halt zweimal Geld, die haben gesagt, nein, dann nehmen wir für Arnie einen anderen. Er ist jetzt in Rente gegangen, weil er krank ist. Und das bedeutet, bei Creed 2 und beim letzten Terminator haben beide schon neue Stimmen. Krass. Ich konnte damit klarkommen, weil ich gesagt habe, okay, geht. Aber ich hatte einen Kollegen bei mir bei Creed 2, ich konnte wegen dem den Film nicht gucken, weil der meinte, ey, ich kann mir diese Stallone-Stimme nicht geben, das ist... Du auch? So, und bei Rambo 5 ist auch... Und da, aber ich muss sagen, den sie für Arnie geholt haben, wenn du jetzt den letzten Terminator... Wir wollen nicht über den Film reden, aber über die Stimme... Der ist besser als der Stallone-Typ. Und zwar in dem Sinne, dass du, okay... Geht klar. Aber bei Stallone, der redet ganz anders. Weißt du, was ich mir nicht mehr reinziehen konnte? Fluch der Karibik 4. Da hat Johnny Depp eine andere Stimme? Da hat eine ganz andere Stimme in 4. Boah, das hab ich gar nicht im Schirm. Oder 3, ich weiß nicht. Bei einem der Teile, auf einmal hat er eine ganz andere Stimme. Und das war voll komisch, Alter. Dann hab ich so... Ja, okay, aber du bist schon hart nerdy. Synchronisiert Hörer, ne? Ja, ja, würdest du auch gerne mal synchron sprechen? Ja, ich habe mit dem Synchronsprecher von Jean-Claude Van Damme, Charles Rettinghaus, schöne Grüße erstmal hier, und der auch Jamie Foxx spricht. Und er meinte, wenn er demnächst Regie macht, dann kriege ich eine Rolle. Ich habe gesagt, lass mich nur so ein Typ sein, der so einen Kick von Van Damme kriegt. Das ist doch für dich, als ob du so Jean-Claude Van Damme persönlich getroffen hättest. Ja, ey, weißt du, wie ich gestrahlt habe? Guck mal, das Traurigste war an diesem Podcast mit Charles. Er erzählt das so Scheiern, der Scheiern so, ja und? Ja, ja. Der so voll durch die Decke gegangen ist, auch an unseren Zahlen, ist, dass die Kamera. Die Festplatte war auf einmal kaputt. Das heißt, es gibt kein Videomaterial. Du kannst nur hören. Weißt du, wie ich am Strahlen war? Krass. Es fehlt nur noch, dass ich sein Gesicht abgeleckt habe. Der war also, er war bei euch? Ja, ja, der war bei uns. Ach so, okay. Der war so im Reden. Ich war die ganze Zeit. Und dann habe ich den ja so genötigt. Dann ist er so Augen zugemacht. So, Dialoge zu sagen von Van Damme-Filmen. Dann sagt er, ja, was soll ich sagen? Dann sag ich, ey, sag mal bei Harte Ziele, wo Van Damme am Ende so sagt, wie ist es, wenn man selbst zum Gejagten wird? Dann sagt er das so. Und ich so, boah, das ist Van Damme. So, dann sag ich, sag mal bei Universal Soldier, wo Van Damme im Restaurant so isst. Und dann sagen die Typen, wie willst du zahlen? Und dann sagt Van Damme so, ich will ihnen nicht wehtun, ich möchte nur essen. Ja, stimmt. Sag das. Und er hat alles gesagt, Alter. Der war einfach der King. Der ist auch, und also ich rate jedem, die Folge anzuhören, weil er erzählt komplett das Business. Wie es mit der Bezahlung ist, wie du reinkommst. Er redet über den Leonardo DiCaprio-Sprecher, über den Will Smith-Sprecher und so. Und dann habe ich auch überlegt, also, dass die Leute zu wenig Respekt dafür haben, wie du es gewinnst. Weil guck mal, ihr werdet richtig abkacken beim nächsten Denzel Washington-Film. Ja, Mann, halt. Wenn hier Sugar doch sagt, ich kann Creed 2 nicht gucken, weil Stallone ein anderer spricht. So. Ja. Denzel Washington wird selber abkacken. Der wird sagen, bringt den in Deutschland. Ja, ey, Bruder, für dich krassester Leonardo DiCaprio-Film? Der krasseste Leonardo DiCaprio, sehr gute Frage, weil das ein Typ ist, der
genau, Robert De Niro. Der hat auch noch keinen Oscar und nichts bekommen, ne? Doch, doch, mittlerweile. Leonardo DiCaprio hat... Also guck mal, ich gebe dir jetzt vier... Ich habe einen, der untypisch ist. Ja, sag mal. Mein Lieblings-DiCaprio-Film ist Departed. Definitiv, finde ich nämlich auch. Ja. Finde ich nämlich auch. Ey, Jack Nicholson hat in dem Film zerstört. Unglaublich. Zerstört, wie bei mir. Guck mal, das ist so... Ich weiß nicht, ob ich hatte immer schon diese Punkrock-Attitüde, so gegen den Strom, aber manchmal nicht unbewusst. Guck mal zum Beispiel. Also Shutter Island spielt da auch krass. Guck mal zum Beispiel, ja, ich sag dir ehrlich, krasse Schauspieler. Guck mal, wenn wir jetzt Mafia-Filme reden, ne, was so dein Ding ist. Ne? Bei Monsieur Condi. Guck mal, da gilt ja der Pate als Nonplusultra. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, ich finde Goodfellas besser als. Aber da bin ich bei dir. Ich finde, weil Goodfellas, die Dialoge, das ist fresh geschnitten. Ja. Das ist so unter. Es gibt so keine Durststrecke. Du guckst so die ganze Zeit durch und sagst, echt, wie fresh das ist. Das ist einfach geil. Dialoge sind auch Killer bei Goodfellas. Guck mal, also ich finde DiCaprio Departed, was sagst du? Departed. Also. Freut mich. Er auch? Ey, ich bin Departed, aber ich muss auch sagen, ja, welche Rolle der krass gespielt hat. Ja. Und da hätte der schon einen Oscar kriegen müssen, war Wolf of Wall Street. Super, da hat er doch bekommen. Nee, der hat den nach diesen ekelhaften, den beschissensten Film, The Reverend, den schlechtesten Film. Da hat er den bekommen? Der hat den schlechtesten Film. Ah, nee, verwechselt. Weißt du, warum ich Wolf of Wall Street im Kopf habe? Weil da das erste Mal so ein unbekannter Regisseur namens Martin Scorsese einen Oscar bekommen hat. Das erste Mal für Wolf of Wall Street. Guck mal, der merkt, dass das eh Quatsch ist, so die Wirtschaft. Ey, warte mal. Das war sein erster ja, Oscar für Martin Scorsese. Guck mal, es gibt einen Stand-Up-Comedian, ich weiß nicht mehr wer. Deswegen, aber der hatte 2013 noch so ein Bit, wo der sagt, die Oscars kann man voll ernst nehmen, weil dann sagt er so, Martin Scorsese, no Oscars, 3-6 Mafia, one Oscar. Wolf of Wall Street, Departed, was sagst du? Bruder, sehr schwer. Aber Dings Django Unchained war auch krass. Boah, super Film. Ja, also gespielt. Monsieur Condi. Was sagst du? Ich bin irgendwo zwischen Inception und Shutter Island. Inception habe ich im Kino geguckt und mir am ersten Tag auf Blu-ray gekauft. Weil ich unglaublicher Film. Okay, aber jetzt, warte. Ich glaube, ich sage Shutter Island. Shutter Island, okay. Ich muss zu meiner... Weil das Ende auch krass ist. Leonardo DiCaprio ist ja so krass, der hat ja keine Pflaume. Was ich damit sagen will, ist, es gibt natürlich den einen oder anderen Film, wo du sagst, okay, ist nicht so geil, aber der hat nichts wie All Eyes on Me. Ja. So, was De Niro leider sehr viel hat. Der hat viele Rotze. Aber er ist am Ende. Ende die letzten, da hat er noch mitgenommen, hat er gesagt, habe ich bin bald weg. Okay. Aber ich muss Familie füttern. Es gibt drei DiCaprio-Filme, obwohl ich den sehr feiere, die ich immer noch nicht geguckt habe. Titanic habe ich nie gesehen. Also nie. Einmal den für den Oscar, den habe ich nicht geguckt. Guck mal, ich sag dir wen. Ich hab Aviator nicht gesehen. Der war Schrott. Schrott? Echt? Aviator kenn ich gar nicht. Ist er da Flugzeugpilot oder Mechaniker? Nein, nein, der baut die Flugzeuge, der will einen Film drehen, auch über Flugzeuge und so, holt da auch Millionen von Dollars ab. Das ist die Geschichte, ne? Und so, ja genau, er ist also so voller Flugzeugfreak. Den habe ich nicht gesehen, dann habe ich The Big oder The Great Gatsby nicht gesehen. Ey, der Gatsby, cool. Gut. Aber guck mal, wie die Meinungen auseinandergehen. Er sagt Rotz. Ach so, bist du Gatsby? Also sagen wir so, der ist sehr gut, aber unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Und der ist schon krass abgeliefert. Wo er FBI spielt, J. Edgar Hoover, habe ich auch nicht gesehen. Nee, der ist Schrott. Sicher? Ja, der ist Schrott. Aber soll ich was sagen? Einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist Catch Me If You Can. Super Film. Nein. Da zeigt der, wie krass, was ein krasser Schauspieler ist. Weißt du, was auch ein geiler Film von dem ist? Und darüber redet niemand. Jim Carrey in den Straßen von New York. Ja, super. Super Film. Ja. Boah, da spielt Mark Wahlberg sogar mit. Feel it. Come on. Und ey, man muss sagen, der ist so ein krasser Schauspieler, als er den Behinderten gespielt hat. Johnny Depp, Gilbert Grape? Heißt er so? Gilbert Grape. Der Film heißt Gilbert Grape. Genau. Heißt er nur Gilbert Grape oder heißt er nicht irgendwie das Leben des Gilbert Grape? Ja, das Leben des Gilbert Grape. Und Bruder, dass er einen Behinderten so krass spielt. Ich feier ja schon. Bro. Ich feier vor allem ja schon. In dem Alter schon. Ja, ich feier schon This Boy's Life mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio. Ist auch ein Ja, Mann. Ich wollte gerade fragen, ob du die kennst. Eiskalt, ja, Mann. Ey, bei Johnny Depp würdet ihr sagen Blow oder Donnie Brasco? Donnie Brasco. Mann, pisst die Wand an. Mann, pisst die Wand an. Und weißt du, dass das auf Englisch nicht... Aber das Blow auf so ist auch krass. Forget about it. Ah, ja, voll die Enttäuschung. Voll die Enttäuschung. Nee, aber manche eingedeutschte Sachen sind schon geil. Zum Beispiel, das ist jetzt so... Da muss man wirklich jetzt... Ich will jetzt... Da muss man mit unseren arischen Brüdern aufgewachsen sein, um diesen Humor zu feiern. Die Bill und Ted-Filme... Die sind auf Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, die sind auf Deutsch so geil, viel besser als auf Englisch. Weil da haben die so, die haben diesen Blödelhumor reingebracht, diesen, ey, Hoshi, so, weißt du, Schweine. So, das ist einfach, guck mal, das ist auch bei den Jackie Chan-Filmen. Ja, Mann. Ey, das ist auf, die sagen auf Chinesisch teilweise ganz andere. Guck mal, bei der Superfighter haben die Piraten so Hamburger Dialekt. Ja, das ist so voll geil. Ey, du Pappner. Und die haben so geil geredet immer.
Ich hab die Schnauze voll von euch beiden. Ja, dann hau doch ab, du blöde Fettsau. Was? Das ist eine blöde Fettsau. So, das funktioniert nur auf Deutsch. Bruder, Winners and Sinners ist so krass. Ey, super geil. Ja. Mit Teekanne und so. Ja, ja, genau, ja. Das Teekännchen. Aber warte, ich frag dich jetzt. Ja. Weil du über den besten Robert De Niro-Film. Bro, boah, ganz schwer. Warte, da muss ich erst mal. Ich müsste jetzt eigentlich ehrlich gesagt eine Liste sehen, damit ich keinen vergesse. Ich nenne dir ein paar. Ja, sag mal. Pate 2. Mhm. Hexenkessel. Mhm. Über den reden nicht viele. Mit Taxi Driver, Kartell, Taxi Driver ist super geil. Ich sag geil. Dir, Taxi Driver ist unantastbar, Bro. Wie ein wilder Stier, ja, überragend. Ja, drei genau. Stunden. Casino. Casino. Wie heißt der, wo der Al Capone ist mit Kevin Costner? The Untouchables. The Untouchables. Mhm. Hakim, sehr gut. Kap der Angst, Goodfellas, Casino. War krass, Goodfellas, ja. War ich krass. Ich sag dir aber was. Casino, unglaublich gespielt. Ja, unglaublich. Casino, aber Joe unantastbar. Aber unantastbar als Schauspieler ist und bleibt Taxi Driver. Weißt du, was er gemacht hat? Weißt du, was er gemacht hat? Weißt du, was er gemacht hat, bevor der den gedreht hat? Der ist Taxi gefahren. Ein Jahr Taxi. Aber ich sag dir, ne, Leute, die den heute gucken, würden den gar nicht mehr fühlen. Nee, leider nicht. Der ist super geil. Leider nicht. Und bester Al Pacino-Film? Scarface. Scarface, Mann. Was denn? Was für ich bin ein kubanischer Flüchtling. Was denn für dich? Keiner kann mich. Was denn für dich? Der beste Al Pacino-Film ist. Der Teufel. Hier mit Johnny Depp? Donnie Brasco. Okay, sorry, du hast recht. Donnie Brasco. Warte, Donnie Brasco gibt's dir auch noch. Wer heißt der, wo der so ein Latino-Gangster ist? Über den reden auch nicht viele. Der ist super geil. Super geil. Dieses Cover ist so ganz berühmt, der ist so schwarz im Schatten. Es war einmal in Amerika. Nee, nein. Das war Robert De Niro. Das war Robert De Niro. Über den reden weniger, aber das ist ein geiler Pacino-Film. Ich weiß, welchen du meinst. Der ist ein Latino-Gangster da, kein Italiener. Weiß ich gar nicht. Der ist auch gut. Straßen der Bronx ist aber auch super krass. Super De Niro-Film. Der heißt der Pacino-Film. Kalitos Way! Kalitos Way, ja klar, ja, Mann. Boah, Kalitos Way. Ja, ja, sorry, den haben wir ja vergessen. Ja, klar, Mann. Schande. Ey, warte, jetzt gehen wir mal tiefer. Ja. Was aus deiner Kindheit, was du so gefeiert hast? Kann auch ruhig Deutsch sein. Ja, also als Film oder Musik? Film, Musik, Serien. Kann ich sagen. Dr. Schnuggles, irgendwas. Also Filme, womit ich aufgewachsen bin als Kind, die ich so eine Milliarde Mal geguckt habe. Dschungelbuch. Ist natürlich. Achso, Kinderfilme meinst du? Alles, also ja, ich meine, nicht aus deiner Kindheit. Also ja, ich habe ja schon, ihr wisst ja, wie die Migranteneltern das mit einer Erziehung haben. Du darfst so als sechsjähriger Chucky die Mörderpuppe gucken. Howard the Duck. Aber bloß nicht eine Kussszene, da wirst du zusammengeschlagen. Howard the Duck, absolutes Staple meiner Kindheit. Geguckt, zurückgespult. Oder ich habe den Film mindestens. The Duck. Ja. Ich hab den schon 800 Mal gesehen. Ey, da gibt einfach das Mädchen, dem Howard so. Das ist schon Bestialismus, was da propagiert wird. Da. Howard the Duck, 80s, geiler Film. Ja, oh nochmal. Also, ich bin mit Howard the Duck aufgewachsen. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Indiana Jones, Critters, Gremlins. Boah, Critters. Ghostbusters, eine Milliarden Mal geguckt. Das war so mein Film. Welcher Teil findest du am besten? Ich finde eins besser, obwohl bei zwei dieser Bobby Brown Song. Beverly Hills Cop. Eins, zwei, eine Million. Ganze 80er Jahre Eddie Murphy. Ey, guck mal, was Eddie Murphy in den 80ern gemacht hat. Prinz von Zamunda. Glücksritter. Prinz von Zamunda. Der kleine Prinz Sommer. R. Kelly gesampelt, da wo der in diesem Milchbad ist. Achso, ist das That's That? 48 Stunden, Glücksritter, Beverly Hills Cop 1 und 2, Prinz von Samund, Bruce Willis, stirbt langsam. Ja. Last Boy Scout. Pulp Fiction, Jackie Brown. Bester Quentin Tarantino. Quentin Tarantino ist ja mein Lieblingsregisseur. Ja, nicht zum Glück. Aber da sage ich auch, für die Masse, die sagen ja Pulp Fiction, mein Lieblings-Quentin Tarantino-Film ist Reservoir Dogs. Oh, der ist auch krass. Boah. Ich gebe zu, kann man... Jetzt weiß, aber ich bin skeptisch. Ich gebe zu, kann man sich mit streiten. Ob Dogs oder... Und Terence Hill und Bud Spencer. Das ist alles war der einzige Film, den du zu Hause gucken kannst mit deinen Eltern, Bruder. Bud Spencer, Terence Hill ist alles geil. Das ist alles geil. Da gibt's alles. Auch die Solos von denen? Ja, Terence Hill, die beiden Nobody-Filme. Ja, und der Supercop, wo der so die Kugel mit den Zehen fängt. Geil. Und Bud Spencer, Bruder, Plattfuß am Nil, diesem kleinen Zwerg. Ja. Plattfuß in Hongkong. Ja, dann dieser Film mit diesem Außerirdischen, der dieses Dreieck hat. Ja. Wo er mit den Robotern kämpft. Boah, ich mach morgen Bud Spencer Session, Bruder. Slow-Mo-Szene, wo die alle auf den stürmen. Ja, genau. Krass. Das ist schon geil, Mann. Das ist schon geil. Das gucke ich immer noch gerne. Ey,
Quatsch schon eine Stunde und 15 Minuten. Ach so, okay, ich will aber, ich will was machen. Wir haben nur für eine Stunde bezahlt, Bruder. Das ist ja, der Nisa, Bruder, der ist hart. Ja. Damals, als er zu mir auf die Bühne kam, Bruder. Aber naja, ist nicht schlimm. Ey, ich hab aber Bock, euch beide zu sehen, wie ihr euch battelt, weil ihr seid die beiden Library, sowas Musik angeht. Ja, komm, Junge, das nehme ich doch ich an sagen, hier. Ich würde sagen, mal gucken. Wie ihr euch battelt, ein paar Musik. Da an der Stelle auf jeden Fall Applaus für DJ Sugar jetzt schon. Der ist nämlich am Start. Ja. Der legt ein bisschen auf und dann gucken wir, wer am besten redet. Kann ich die Verabschiedung machen? Ja, gib ihm, Bruder. Meine Damen und Herren, es war eine Freude. Ihr habt gesehen, wir reden. Wir könnten auch noch 5 Stunden reden. Ja, vielen lieben Dank. Folgt Cut the Bullshit. Ja, ich supporte das mit Leib und Seele. Supportet Hakim, supportet Prodigy Jam, supportet Jenk, supportet Sugar, supportet Onichiwa. Und natürlich Nisa und Shaya. Ich will auch was dazu sagen, Mann. Ey, Nisa, ich sag euch eine Sache. Wir haben gerade eben darüber geredet, wie Leute Sachen durchziehen und machen. Wir haben uns gerade darüber lustig gemacht, dass Nisa auf die Bühne gekommen ist und so keiner gelacht hat. Ja. Das ist 2,5 Jahre, 3 Jahre her. Ja, locker, ne? Drei Jahre. Nee, 4. Das war 2016, März. Genau, 2016 habe ich erstmal Comedy Connection gemacht, genau. Heute, Bruder, Mashallah, du spielst Solos, ne? Du bist unterwegs, deswegen checkt. Einer der beliebtesten Podcast-Serien, deswegen geht auf jeden Fall auf die Solo-Show. Zieht euch das rein nach diesem ganzen Corona-Kram, weil da Struggle hinter und er hat vorher schon gehustelt. Es ist nicht so, dass er heute mit einem Witz auf die Bildfläche gekommen ist und irgendwie was gemacht hat. Deswegen supportet das. Ich zeige meine Brusthaare. Ja. Vielen Dank. Prodigy Jam ist übrigens, ich weiß nicht, ob der hier schon mal darüber geredet hat, Multimillionär Producer Credits. Der war überall drauf. Doggy Style, Illmatic. Reasonable Doubt, Slim Shady LP, wieder am Schneiminister, damit ich ihn gleich nicht fertig mache bei dem Wettbewerb. Komm, Bruder, okay, die letzte Packfrage. Das ist die wichtigste Frage der Welt. Und dann gehen wir raus. Me Against the World oder All Eyes on Me? Me Against the World. Me Against the World. Ich schwöre, ich sag das auch, ich bin der Einzige. Nein, nein, Me Against the World. Jetzt liebe ich euch. Die Diskussion haben wir schon. Bruder, also. Jetzt können wir auch mal. Auf jeden Fall. Yes, ey, das war's. Cut the Bullshit, meine Damen und Herren. Nisa heute am Start. Mein Name ist Hakim. Mein Name ist Prodigy Jam. Mein Name ist Jig. Oh yeah, what is locus peace in the Middle East on Free Willy. Haut rein. Yeah, yeah. Oh. Ey, essen wir was gleich? Boah, Bruder, ich hab heute Gözleme gegessen. Also guck mal, Gözleme, Bruder, ist so, kennst du dieses ganz dünne Lavaschbrot? Aber so ganz... Also so ganz dünnes Brot, was man so in den Ofen... Kennst du ja doch, habt ihr auch, Bruder, ihr Tunesier. Und da kommt Dingens rein, Bruder. Hackfleisch... Und Kartoffeln mit bisschen scharf und so gut gewürzt. Und dann wird das so auf so einem heißen Ding. Mhm. Das ist wie Pizza, das ist wie wenn du 2 Pizzascheiben nimmst. Eine hat Hackfleisch und eine hat Kartoffeln. Und dann tust du die so zusammen. Gözleme. Bruder, spring nicht in den besten so Laden. Frühstücksladen und so kannst du. Ich schwöre dir, Bruder. Den habe ich mir heute Morgen gegeben. Das war das Beste, Bruder. Bruder, ich überlege, ob ich mir nicht einen Gözleme-Laden aufmache. Ey, guck mal, wenn ich meine Kochshow mache, ne? Sie fragen, ob kommst andere du? Auch zum Essen kommen. Kannst du kochen überhaupt? Was? Nicht diese Nudeln Miracoli, Bruder. Ich meine, richtig kochen. Du kannst kochen. Ja, komm mal, Bruder. Und ey, übrigens, Onishiwa ist heute hier. Ja, aber jetzt nicht so, dass du... Oni, wer? Du warst übrigens unser erster Gast heute. Ey, Bruder, versprochen, in der nächsten Folge habe ich eine Überraschung für Onishiwa. Ihr werdet euch kaputt lachen, aber ihr werdet euch gleichzeitig auch freuen und Oni wird sich auch freuen. Geil. Dieses Material, meine Damen. Cut the bullshit, pendejo.